Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste hier im Saal und in unserem Zoom-Raum, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Medienimpuls, der gemeinsamen Veranstaltungsreihe der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Mein Name ist Claudia Miekert, ich bin Geschäftsführerin der FSF. Und mein Name ist Martin Drechsler, ich bin Geschäftsführer der FSN. Wir freuen uns heute besonders, mal wieder ein medieninhaltliches Thema aufzugreifen. Es geht heute um Geschichten von Verbrechen, um fiktionale Geschichten, aber auch um solche, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und es geht um die Frage, was uns an diesen Geschichten fasziniert. Wir hätten auch andere Themen auf dem Zettel gehabt aus dem Bereich Medienpolitik und Medientechnik. Und wir haben ein bisschen überlegt. Ja, vollkommen richtig. Es gibt natürlich im Moment eine ganze Menge Themen aus dem Bereich Medienregulierung und Medienpolitik, die sich hervorragend eignen würden, abendeweise Veranstaltungen damit zu füllen. Da ist zum Beispiel der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der uns ja sehr viel beschäftigt und die Grundlage für unsere Arbeit bildet in vielen Bereichen. Da gab es im Frühling einen Gesetzentwurf, eine ausführliche Online-Konsultation, an der sehr viele Institutionen sich beteiligt haben. Viele von Ihnen werden das wissen, da geht es vor allen Dingen darum, dass mit einem einfachen Schalter auf beliebigen Geräten der Jugendschutz aktiviert werden soll. Und das ist von vielen halt sehr kritisiert worden. Die Länder haben angekündigt, jetzt nach der Auswertung der vielen Stellungnahmen demnächst weitere Gespräche führen zu wollen. Man darf gespannt sein, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Genauso gespannt sind wir auf den DSA, auf den Digital Services Act, der aus Europa kommend ganz neue Eckpfeiler vielleicht auch setzen wird im Bereich der Medienregulierung, insbesondere für Online-Plattformen. Der DSA bringt neue, konkretere Regeln für den Umgang mit illegalen, mit rechtswidrigen Inhalten und bringt auch neue Transparenzvorgaben in dem Bereich. Also sehr viel Neues im Bereich Medienregulierung und Medienrecht. Heute aber, wie Claudia eben schon gesagt hat, mal wieder ein inhaltliches Thema für unseren Medienimpuls, auf das ich mich ganz besonders freue. Wer jetzt traurig ist, sei gewiss, wir werden auch zu diesen medienregulatorischen Themen wiederkommen im nächsten Jahr. Heute, wie gesagt, geht es um Crime, um True Crime und die Frage, was fasziniert uns daran? Der Grund, warum wir uns diesem Thema zuwenden, ist zum einen, dass wir einen Boom des Genres beobachten konnten in den letzten 2 bis 3 Jahren. Wir haben eine Zunahme vor allem im Podcast-Bereich. Unlängst war in der Süddeutschen zu lesen, dass allein an deutschsprachigen Podcasts auf den großen Plattformen Spotify und iTunes 2700 neue Folgen pro Jahr allein in 22 erschienen sind. Das zeigt, wie groß das Interesse an diesen Geschichten ist. Das Ganze wird nachgefragt und damit gibt es natürlich einige Fragen, die damit in Zusammenhang stehen. Wir erleben auch auf anderen Kanälen die Zunahme des Genres. Wir als Prüferinnen und Prüfer der FSF erleben es im Alltag der Prüfungen. Auch hier ist das Genre angestiegen. Und das Ganze ist natürlich zunächst gesellschaftlich ein interessantes Thema, ein Phänomen, bei dem man sich fragen kann, wie kommt es dazu und wie kommt es gerade jetzt dazu, wie kommt es dazu in den letzten 2 Jahren, wo wir eh in einer krisenhaften Zeit leben, dass Menschen offenbar Interesse haben, sich diesen zum Teil grausigen Geschichten zuzuwenden. Welche Funktion erfüllt das? Da werden wir heute einiges hören. Das Ganze ist auch medienwissenschaftlich natürlich interessant unter dem Gesichtspunkt, wie sich das Genre verändert, welche Ausformungen es nimmt. Stichwort True Crime habe ich ja schon gesagt. Da gibt es einige Abweichungen von üblichen Krimi-Schemata, bei denen es natürlich interessant ist für uns, wie diese anders gestalteten Inhalte wirken und welche neuen Bewertungsschemata es da gibt. Das Ganze ist natürlich auch ein Thema für den Jugendmedienschutz. Denn das interessiert uns als Jugendschutz-Selbstkontrolle natürlich ganz besonders, welche Auswirkungen solche Phänomene speziell auf Kinder und Jugendliche haben. Und nicht nur durch neue Verbreitungsformen, wie zum Beispiel Podcasts oder Kurzvideoformate, sind diese Themen natürlich auch längst im Mediennutzungsportfolio von jungen Menschen angekommen. Und so ist zum Beispiel das medienpsychologische Phänomen der Angstlust natürlich auch bei Kindern von großer Relevanz. Wir wissen aus dem fiktionalen wie aus dem nicht fiktionalen Bereich, dass solche Inhalte für Kinder immer dann besonders problematisch sind, wenn Kinder selbst als Opfer von Straftaten dargestellt werden oder ihre Bezugspersonen, wie zum Beispiel die Eltern.
Und gleichzeitig beobachten wir, gerade vielleicht auch mit dem Blick auf Online-Formate, dass viele Inhalte quasi als Hochglanzproduktionen auch vorgestellt werden und zum Teil eben Täterinnen und Täter wie Popstars daherkommen. Das sind alles Fragen, die natürlich auch im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendschutz durchaus relevant sind. Einiges davon werden wir heute Nachmittag gemeinsam mit unseren Gästen besprechen. Bevor wir zum Jugendmedienschutz im engeren Sinne kommen, zu den Bewertungskategorien im zweiten Teil der Veranstaltung, wollen wir den Blick noch mal etwas weiten und fragen, was steckt psychologisch hinter dem großen Interesse an dem Genre, hinter der gestiegenen Nutzung, und auch gerne einen Blick in die Praxis werfen. Wir haben hier eine Vertreterin einer Filmproduktion, die beides bedient ein wenig und uns erzählen kann, wie eigentlich aus Sicht der Macherinnen und Macher mit diesem neuen Bedarf umgegangen wird, der ja befriedigt sein muss mit immer neuen Geschichten. Das Ganze wird moderiert und gefragt werden von Jenny Zilker. Ich freue mich sehr, dass sie diese Aufgabe übernommen hat. Jenny Zilker ist Autorin, sie ist Kulturjournalistin und sie ist Leiterin der Sektion Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale und FSF-Prüferin und damit hervorragend geeignet, diese Schnittstelle zu unserem Thema zu bedienen. Herzlich willkommen, Jenny. Vielen Dank und Ihnen viel erhellende Informationen zum Thema Mord und natürlich auch gute Unterhaltung. Dankeschön. Ja, ich bin schon mal ganz begeistert, dass ihr das alles so schön frei schon vortragen konntet. Ich muss mir alles aufschreiben. Wir haben wirklich viel vor. Es ist auch sehr, sehr spannend. Die Gäste, die hier heute sind, ich verspreche mir sehr viel davon. Das Thema begleitet mich schon sehr lange in den verschiedenen Funktionen. Das hast du gerade schon gesagt, als Kuratorin, als Prüferin und überhaupt persönlich sowieso. Ja, du hast es auch schon gesagt, wir haben zwei Teile. Faszination, Verbrechen heißt der erste so ein bisschen. Da gibt es eine Pause und später spezifizieren wir uns ein bisschen, gucken nochmal genau, Formatkunde, was ist True Crime, was ist Fiktion und geht es auch ein bisschen um die Aspekte oder geht ganz viel um die Aspekte der Wirkung dabei, die wir vermuten oder die wir auch nachgeprüft haben. Und ja, wir fangen eigentlich gleich an. Ich hoffe, ich kann diese Uhr hier bedienen, die mir gerade noch zugesteckt wurde praktischerweise, weil wir müssen ja pünktlich sein. Als ersten Gast habe ich jetzt gleich hoffentlich Dr. Johanna Börsting hier auf unserem aller großen Bildschirm von der Hochschule Ruhr West. Wenn sie noch nicht da ist, dann sage ich erstmal ein bisschen was zu ihr. Sie ist Medienpsychologin, hat im Masterstudium in der angewandten Kognitions- und Medienwissenschaft gemacht, hat am Lehrstuhl Sozialpsychologie als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, im Fachgebiet Medienpsychologie an der Universität Hohenheim war sie beschäftigt und erforscht weiterhin medienpsychologische Aspekte bei den sozialen Medien und ist jetzt an der Hochschule Ruhr-West als Lehrkraft für besondere Aufgaben tätig. Und ich würde mich freuen, ich sehe sie auch da hinten. Also nicht wundern, ich gucke jetzt da vorne hin und sehe Dr. Johanna Börsting. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören und ja, gut sehen. Ich glaube, man kann sie wunderbar sehen. Sie sind sehr groß. Ja. Wir fangen erstmal damit an, dass Sie uns ein bisschen was erzählen über die Gründe, wieso Menschen Verbrechen eigentlich so faszinierend finden. Ja, sehr gerne. Also ich freue mich erstmal sehr, dabei sein zu können. Ich wäre natürlich sehr gerne auch vor Ort gewesen. Leider ging das nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt online doch teilnehmen darf. Ich habe ein paar Punkte vorbereitet, die ich gerne ja, präsentieren würde, als, wie Sie schon gesagt haben, Gründe und Motive, warum wir uns gerne mit Verbrechen beschäftigen, sowohl mit Kriminalgeschichten als auch mit True Crime, und das Ganze vielleicht so als Grundlage nehmen für eine anschließende Diskussion. Dann würde ich gerne auf der nächsten Folie direkt starten, damit, dass Faszination, Verbrechen eigentlich kein neues Phänomen ist. Also natürlich, haben wir jetzt gerade gehört, boomt das Genre, insbesondere in den letzten Jahren. Aber es ist tatsächlich so, dass das Ganze schon weit, weit zurückreicht. Also bis ins Mittelalter, da haben sich die Menschen auch schon spannende Geschichten erzählt, Gruselgeschichten erzählt, waren interessiert an Kriminalfällen. Und die ersten Detektivgeschichten und Kriminalromane findet man tatsächlich aus dem frühen 19. Jahrhundert. Also das ist nichts Neues, und das ist damit zu begründen, dass Angst und Neugier als sehr relevante Elemente in diesem Bereich ja sozusagen angeborene Instinkte bei uns Menschen sind.
Neugier und Angst sind wesentliche Treiber und das ist einfach in uns verankert. Das hat schon evolutionsbiologische Hintergründe und deswegen finden wir das einfach schon naturgegeben sehr, sehr spannend, solche Dinge zu hören und ja auch zu erzählen. Zudem aus sozialpsychologischer Perspektive muss man sagen, wir sind soziale Wesen. Also wir haben schon immer Interesse daran gehabt, was andere Menschen machen, was andere Menschen tun, insbesondere wenn es ja um Gefahr und Gefährdung geht, aber auch, was andere Menschen erzielen. Also das ist einfach schon verankert, grundlegend in uns und das ist kein neues Phänomen. Dennoch erleben wir jetzt einen Zuwachs in diesen Bereichen, einfach auch dadurch, dass wir mehr Möglichkeiten haben, mehr Kanäle, auf denen das Ganze verbreitet wird und eben deswegen auch mehr Reichweite hat. Genau, und auf der nächsten Folie habe ich einmal einen ganz kurzen Exkurs mitgebracht, und zwar eine Definition zur medienpsychologischen Forschung. Denn wie gerade schon gesagt, schaue ich mir das Ganze aus der medienpsychologischen Perspektive an und da ist es ganz wichtig zu wissen, womit sich die Forschung denn eigentlich beschäftigt. Und das ist das Erleben und Verhalten, was mit Medien verknüpft ist, beziehungsweise was wir mit Medienkonsum, aber auch Medienproduktion verbinden. Und diese medienpsychologische Perspektive würde ich jetzt gerne einmal mit durch den kleinen Impuls nehmen und einfach darauf immer wieder eingehen, wie erleben wir Medien, wie erleben wir auch das, was wir in den Medien sehen, hören oder lesen und wie verhalten wir uns darauf hin, beziehungsweise was macht das mit uns als soziales Wesen? Und im Folgenden würde ich dann gerne mal auf die einzelnen Motive eingehen. Nur kurz, aber wir können ja dann im Gespräch auch gerne nochmal darauf zurückkommen. Auf der folgenden Folie würde ich dann ganz gerne mit dem Mediengenuss starten. Mediengenuss ist eigentlich ein sehr simples Motiv und natürlich nicht nur relevant für Kriminalgeschichten oder True-Crime-Geschichten, sondern natürlich auch für alle anderen Genres. Aber insbesondere bei Kriminalgeschichten und True-Crime-Geschichten spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Denn wir haben immer ein ästhetisches Rundum-Paket, was wir uns dort angucken, anhören oder an durchlesen sozusagen. Denn das Ganze passiert natürlich nicht nur in Filmen, sondern auch in Büchern, Podcasts, wie gerade schon angesprochen. Und dort sind visuelle und auditive Reize sehr, sehr wichtig. Also das Ganze ist natürlich schön verpackt mit einem schönen Vorspann in bestimmten Serien auf Streamingdiensten oder auch im Fernsehen. Wir haben musikalische Elemente oder auch einfach Tonelemente drin, die die Spannung steigern beziehungsweise die dafür sorgen, dass auch Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente gerichtet wird. Und das Ganze ist natürlich auch bei Podcasts sehr, sehr wichtig. Insbesondere dann, wenn wir nur hören, brauchen wir eben auch dieses auditive Genießer-Moment sozusagen. Was auch sehr wichtig ist, ist der Erzählstil und die Erzählstimme. Es ist tatsächlich so, dass True-Crime-Geschichten, obwohl sie ja so spannend und teilweise auch schaurig sind, zum Einschlafen gehört werden von manchen Hörerinnen und Hörern. Das hat man in Befragungen gesehen bzw. gesagt bekommen. Und das kann damit zu tun haben, dass man also die Stimme des Sprechers oder der Sprecherin sehr gerne mag, dass man ein bestimmtes Wohlbefinden hat, was dann eben zum Mediengenuss auch beiträgt, obwohl es eben schaurige Geschichten sind, die vielleicht nicht gerade zum Einschlafen einladen, es sei denn, man hört bis zum Ende und hat dann eben die Erlösung sozusagen oder den Entspannungsmoment dadurch, dass der Fall aufgelöst ist. Und wie generell in der Medienforschung und in der Medienproduktion ist der Spannungsbogen natürlich damit einhergehend. Also wir möchten die Zuschauer oder Zuhörer und Hörerinnen von Anfang an packen. Wir möchten sie mitnehmen durch die Geschichte und über diesen Spannungsbogen dann wirklich zur finalen Fallaufklärung bringen. Und das sind einfach Aspekte, die insbesondere jetzt bei diesen Kriminalgeschichten sehr relevant sind und ja auch als Motiv oder Teil des Motivs des Mediengenusses angesehen werden können. Dann würde ich gerne zum nächsten Motiv übergehen und wäre das die Unterhaltung. Die geht natürlich einher mit dem Mediengenuss, aber da gibt es noch spezifisch zu sagen, dass wir uns, wenn wir uns genau das Unterhaltungsunterleben anschauen, also den positiven Gefühlszustand während der Mediennutzung, vielleicht auch möglicherweise erstmal als paradox empfinden würden, wenn es eben um Todesfälle, um Morde, um Kriminalfälle geht. Warum haben wir denn da eigentlich positive Gefühlszustände? Das Ganze hat natürlich einerseits mit dem Wechselspiel zwischen Erregung und Anspannung und Entspannung zu tun. Also wir sind zunächst natürlich erregt, aufgeregt, möchten etwas erfahren, sind schockiert teilweise über die Taten, sind dann aber auch mehr oder weniger entspannt, wenn der Fall gelöst ist. Was aber auch noch zu diesem Unterhaltungserleben zählt, sind sogenannte Meta-Emotionen. Die sind aus psychologischer Perspektive sehr, sehr spannend. Das sind also Emotionen über Emotionen oder Gefühle über Gefühle.
Und das kann dann zu dem positiven Unterhaltungserleben führen, auch wenn wir uns schaurige Sachen anschauen. Das kann man an einem Beispiel ganz gut erklären. Also wir sind beispielsweise verängstigt oder wütend, wenn wir einen Mord oder einen Kriminalfall in so einer Geschichte rezipieren, haben also eigentlich negative Gefühle und Emotionen. Aber wenn wir dann auf Metaebene über unser Gefühl nachdenken oder über unser Gefühl fühlen, dann merken wir, dass dieses Gefühl sozusagen richtig ist. Also gesellschaftlich anerkannt und gesellschaftlich gewollt. Und es entspricht der sozialen Norm, dass wir eine Straftat oder einen Mord als negativ bewerten. Und diese negative Emotion und diese negative Verurteilung führt dann dazu, dass wir uns auf Metaebene gut fühlen, weil wir wissen, wir denken und fühlen im Sinne der gesellschaftlichen Normen und Werte. Und wir wissen auch, wir würden selbst so etwas nicht machen. Und deswegen hat man trotz des Konsums von negativen Inhalten positive Gefühle und das sogenannte Unterhaltungserleben, was dann bei den Kriminalfällen und True-Crime-Geschichten dazu führt, dass wir uns wirklich sehr, sehr gut unterhalten fühlen, selbst wenn es schaurige Geschichten sind und wir eigentlich auch genug schaurige Geschichten in der Gesellschaft wiederfinden. Trotzdem gucken und hören wir uns das dann so an. Und ein weiterer Punkt, der auch zum Unterhaltungserleben führt oder dazu zählt, ist Eskapismus. Ist generell auch ein sehr, sehr wichtiges Mediennutzungsmotiv, aber insbesondere bei Kriminalgeschichten und bei True-Crime-Fällen wichtig, weil wir aus unserem eigenen Alltag fliehen möchten. Das wird immer wieder genannt als Motiv, warum man sich bestimmte Inhalte anschaut oder anhört. Um dem eigenen Alltag und den eigenen Problemen vielleicht zu entfliehen. Also wie gerade schon gesagt, selbst wenn man im eigenen Alltag auch Probleme hat, wenn es gesellschaftlich schwierig ist oder politische Probleme gibt, könnte man ja meinen, man bräuchte eher leichte Kost und nicht auch noch einen Kriminalfall, den man sich anhört oder anschaut. Da ist es aber so, dass es einfach nur darum geht, ich möchte mich wirklich emotional und kognitiv voll auf diese Geschichte einlassen. Und dann ist es egal, wenn sie auch schaurig ist. Hauptsache, sie zieht mich aus meinem eigenen Alltag raus. Das ist wirklich so eine Art Flucht, was immer wieder als Motiv genannt wird. Muss aber auch nicht immer die Flucht aus dem Negativen sein. Es kann auch manchmal einfach nur ganz simpel die Flucht aus der Langeweile sein. Genau, so viel zum Unterhaltungsmotiv. Auf der nächsten Folie gehen wir dann nochmal konkreter auf die Emotionen ein. Die Emotionen habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Emotionen sind generell, bestehen sie aus drei Hauptaspekten sozusagen, aus einem subjektiven Gefühl, aus einem emotionalen Ausdruck und aus einem körperlichen situativen Zustand. Und Emotionen können natürlich positiv oder negativ sein oder auch alles dazwischen. Und diese sind meistens begleitet von positiven und negativen affektiven Dispositionen gegenüber den Protagonistinnen in solchen Geschichten. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das bedeutet einfach nur, dass wir eine bestimmte gefühlstechnische, emotionale Ausrichtung verspüren, wenn wir eben an das Opfer, an den Täter, die Täterin denken und dann entweder mitfühlen oder eine bestimmte negative oder positive Assoziation zu dieser Person haben. Das führt dann so weit, dass wir empathisch mitfühlen, meistens in erster Linie für das Opfer. Ganz oft, insbesondere in True-Crime-Fällen, hat man aber auch Empathie teilweise für den Täter oder die Täterin. Es wurde gerade schon kurz angesprochen, manchmal werden Täter, Täterinnen als Helden dargestellt. Das ist natürlich problematisch zu betrachten. Es passiert aber auch manchmal ganz automatisch, dass man mit dem Täter oder der Täterin mitfühlt, weil man sehr viel zu der Geschichte erfährt. Also gerade bei True Crime ist es so, dass die Geschichten ja sehr weit aufgerollt werden und man etwas über die Vergangenheit, über die Kindheit, über die psychologische Problemsituation des Täters, der Täterin erfährt und deswegen teilweise auch dazu neigt, spontan mitzufühlen. Sobald aber die kognitive Ebene wieder einschaltet, ändert sich das meist. Aber es ist eben nicht nur so, dass wir nur Empathie für das Opfer verspüren, sondern manchmal auch für Täterinnen oder Täter. Und das geht dann wieder mit der moralischen Urteilsbildung einher. Also wir sind moralisch involviert, weil wir natürlich selbst bestimmte Moralvorstellungen haben, Werte und Normen, nach denen wir handeln, auch soziale Normen, die sozusagen
uns als Menschen ausmachen und unser Handeln beeinflussen und dementsprechend auch beeinflussen, was wir denken über die Handlung von anderen. Und dann führt das Ganze dazu, dass wir moralisch beurteilen, ja, was eben passiert ist, dass wir diese Tat beurteilen und dann auch wieder in Bezug auf die Metaemotion uns entspannt zurücklehnen können, das vom Sofa aus betrachten können und einfach wissen, okay, wir haben das für uns moralisch korrekt bewertet und fühlen uns deswegen gut und haben das Spannungserleben und eben entsprechende Emotionen. Das Ganze wird natürlich durch die Gegensätze, die sehr, sehr präsent sind, insbesondere bei Kriminalfällen, vorangetrieben. Also der Gegensatz zwischen Erleichterung und Anspannung, da habe ich gerade schon drüber gesprochen. Angst und Euphorie, auch ganz wichtig. Also Angst, dass hinter der nächsten Ecke etwas lauert, aber auch Euphorie, wenn das nicht so ist oder wenn ein Opfer entkommen kann. Oder auch bei dem Gedanken daran, ich selbst bin gerade sicher. Ich gucke mir zwar vielleicht einen echten Fall an oder einen Fall, der auf echten oder tatsächlichen Gegebenheiten beruht. Trotzdem kann ich das aus sicherer Perspektive beobachten und bin deswegen positiv, euphorisch gestimmt und kann das Ganze aus sicherer Entfernung genießen. Ähnliches gilt für Neugier und Rückzug, wie auch zu Beginn schon gesagt, bei den ursprünglichen Motiven, die uns dazu bringen, dass wir Kriminalfälle und Detektivgeschichten spannend finden. Wir sind einfach neugierig, manche mehr als andere. Das hängt auch immer noch ein bisschen von der eigenen Charakteristik und der eigenen Persönlichkeitseigenschaft ab. Aber in den meisten Fällen können wir sagen, dass zumindest eine Grundneugier gegeben ist, die aber ab und zu gerade bei diesen Kriminalgeschichten oder bei True-Crime-Fällen den Gegenspieler des Rückzugs hat. Also manchmal möchten wir Dinge vielleicht dann doch nicht wissen, obwohl wir neugierig sind, weil sie eben so schaurig sind. Also diese Gegensätze sind sehr, sehr interessant und sehr wichtig und führen eben dazu, dass wir Emotionen verspüren, wenn wir solche Geschichten lesen, hören oder schauen. Dann würde ich gerne auf der nächsten Folie zum wichtigen Thema kommen, Miträtseln. Also was sehr, sehr spannend ist und was immer wieder genannt ist, ist, dass wir einfach gerne den Fall lösen möchten. Wir möchten gerne selbst zur Falllöserin oder zum Falllöser werden. Wir möchten mitermitteln, wir möchten die Spannungsmomente erleben und zwar aus der Ermittler- oder Ermittlerin-Perspektive. Wie gerade schon gesagt, erfahren wir natürlich sehr viel über die Hintergründe von Täter und Opfer, insbesondere in Bezug auf die Vergangenheit, auf die psychologische Situation und auch auf das soziale Umfeld. Und überall können natürlich Hinweise stecken oder neue Informationen versteckt sein, die dann in ein komplexes Netz zusammengebaut werden können, die das Puzzle auflösen können oder ja wie bei einer Schnitzeljagd dazu beitragen, dass wir Stück für Stück etwas über den Fall erfahren und dann eben insgesamt dazu kommen, dass wir den Fall möglicherweise mitlösen können. Und das Ganze ist für uns emotional und kognitiv sehr reizvoll. In Befragungen hat man gemerkt, dass wirklich 49% aller True-Crime-Podcast-Hörerinnen genau dieses Miträtseln als Hauptgrund angeben, warum sie das Ganze konsumieren und warum sie Podcasts aus dem Genre hören. Dann würde ich gerne tatsächlich jetzt auf True Crime auf der nächsten Folie eingehen. Ich habe es ja immer mal wieder angedeutet, also das, was ich bisher erzählt habe, gilt natürlich für Kriminalgeschichten, die fiktiv sind, aber auch für True-Crime-Geschichten. Das, was bei True-Crime natürlich ganz, ganz besonders ist und das spezielle Motiv ist, dass es echt ist, dass es wirklich passiert ist und wir haben einfach eine gewisse Lust daran, am Leben anderer teilzunehmen. Deswegen sind beispielsweise auch Reality-Formate so erfolgreich. Also wenn man sich mal erinnert an den Boom, an die ersten Ausstrahlungen von Big Brother und so weiter oder jetzt auch Dating-Formate, die sind sehr, sehr erfolgreich, genau aus dem Grund, weil wir sehr gerne am Leben anderer teilhaben und einfach wie durch das Schlüsselloch in die Wohnung der anderen gucken können und uns einfach ja daran erfreuen können oder unterhalten lassen können, wie andere Personen miteinander umgehen, wie die vielleicht soziale Interaktionen betreiben, möglicherweise können wir was lernen, möglicherweise vergleichen wir uns mit denen und kommen aber zu dem Schluss, dass wir entweder besser oder schlechter sind. Das hängt alles damit zusammen. Und natürlich Realismus und Authentizität. Also die Geschichten sind wirklich passiert, deswegen können sie mir auch passieren. Das ist super spannend. Also da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht in den Modus gerät, dass man denkt, es entstehen oder passieren Verbrechen hinter jeder Ecke. Das ist natürlich nicht so. Wir beschäftigen uns ja dann spezifisch mit dem einen Fall, den wir uns da angucken. Aber trotzdem ist es so,
dass ja, wir wissen, dass das Ganze wirklich passiert ist und wir entsprechend das Ganze spannender finden. Authentizität ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir uns danach sehen, nach gut recherchierten, echten und verlässlichen, authentischen Informationen. Gerade in Zeiten von Fake News und Ähnlichem ist es der Fall, dass wir uns danach sehen, wirklich uns auf was Echtes verlassen zu können. Und das ist eben bei True-Crime-Geschichten gewährleistet. Und das sagen auch 54% aller True-Crime-Podcast-Hörerinnen, dass sie dieses Echte, diesen Realismus und die Authentizität schätzen und deswegen diese Formate konsumieren. Und selbst wenn man weiß, wer der Täter, die Täterin war, wenn der Fall beispielsweise schon gelöst ist, ist es immer noch spannend, sich das anzuhören. Das hat zwei Gründe. Zum einen kann man das aus der klassischen Medienwelt auf das Paradox of Suspense zurückführen. Das besagt einfach, dass wir auch Horrorfilme mehrfach gucken und uns immer noch gruseln, weil einfach bestimmte ja, physiologische Prozesse in den Gang gesetzt werden. Und zudem ist gerade bei True-Crime-Geschichten das Wichtige oder das Interessante natürlich, dass was dahinter steckt. Also wie ist es dazu gekommen, dass jetzt dieser Täter, diese Täterin gefasst wurde? Nicht nur ist er oder sie gefasst, sondern auch warum? Was steckt dahinter, das Problemgeflecht, was ich gerade schon nannte? Genau, dann folgt jetzt noch das letzte Motiv auf der letzten Folie. Ich kann Sie gerade nicht mehr sehen, deswegen weiß ich nicht, ob die Folie angezeigt wird, aber ich gehe einfach mal davon aus. Alles gut. Okay, super. Da ist nämlich einerseits der Grund, dass wir uns ein Verhalten für den Notfall quasi überlegen möchten zum Selbstschutz. Das hat man in Studien immer wieder gesehen. Das ist Motiv insbesondere von weiblichen Podcast-Hörerinnen und True-Crime-Schauerinnen genannt wird, weil auch oftmals Opfer weiblich sind in den Geschichten. Und deswegen ist es so, dass viele weibliche Personen sich das anschauen, angucken, anhören, um eben eine eigene Überlebensstrategie zu entwickeln. Das ist aber nicht alles, was man lernen kann, sondern was man auch wirklich gut lernen kann, ist, wie unser Rechtssystem funktioniert. Wie funktioniert die Gesellschaft, in der wir leben? Wie funktioniert das ganze soziale Netz, die Justiz, die Polizei und so weiter? Das sind ja Dinge, in die wir normalerweise keinen Einblick haben, wenn wir jetzt nicht gerade selbst ja, in dem Bereich arbeiten oder studieren. Und gerade für Personen, die Interesse daran haben am Justizsystem, aber auch generell für alle Personen einer Gesellschaft, ist es natürlich super spannend zu sehen, wie funktioniert das System, in dem ich lebe, und was passiert zum Beispiel bei Fehlentscheidungen oder wie wird mit Fehlentscheidungen umgegangen. Das ist ein sehr, sehr relevanter Aspekt. Zudem wird auch noch von 35% aller True-Crime-Podcast-Hörerinnen gesagt, dass sie die Recherche der Redaktion wertschätzen. Das ist nämlich in der Tat der Fall, dass da sehr, sehr viel Recherche hintersteckt. Das hat auch wieder mit dem Fall des Realismus und der Authentizität zu tun. Also man schätzt es einfach wert, dass man wahre Dinge gut recherchiert, fundiert, vermittelt bekommt bei solchen True-Crime-Fällen. Genau, das waren erstmal die Hauptgründe, die ich kurz mit Ihnen teilen wollte. Ich habe noch einen zusätzlichen Aspekt mitgebracht, den ich gerne gleich ansprechen würde, und zwar die Rolle der sozialen Medien. Da möchte ich nur noch gerne ganz kurz zu sagen, dass ja, Internetnutzerinnen zwischen 15 und 24 täglich das Internet nutzen und soziale Medien. Also das bedeutet, gerade Kinder und Jugendliche, diese sehr vulnerable Zielgruppe und Altersgruppe, ist jeden Tag online, beschäftigt sich mit verschiedensten Dingen, aber auch eben mit Kriminalfällen. Sie tauschen sich in sozialen Medien über Kriminalfälle aus, sind teilweise sogar daran interessiert, an der Falllösung mitzuhelfen, wenn es aktuelle Fälle sind. Da muss man natürlich auch sehr stark aufpassen bei falschen Beschuldigungen und Impression Management, also Selbstdarstellungsprozessen, die möglicherweise die Fallauflösung stören könnten. Es gibt darüber hinaus auch sehr, sehr viele YouTube-Kanäle, die True-Crime-Kanäle einfach sind und True-Crime-Geschichten verbreiten. Und deswegen spielen die sozialen Medien eine sehr große Rolle. Sie sind einerseits natürlich ein sehr, sehr toller Kanal für Fans von solchen Formaten, aber insbesondere bei Kindern und Jugendlichen muss sehr stark darauf geachtet werden, wie wird das Ganze rezipiert, wie viel wird das rezipiert, was passiert im Anschluss. Und gibt es die nötige Medienkompetenz derjenigen, die das schauen und verbreiten, um eben diese Inhalte zu verstehen und auch einordnen zu können, ohne dass negative Konsequenzen passieren? Genau, das wäre so der Impuls, den ich mitgebracht habe. Und wir können sehr gerne über die einzelnen ja, Punkte sprechen. Das sollte einfach erstmal nur ein Einstieg sein. Und dann freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch und auf die Fragen.
Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Bursting. Ich hoffe, Sie sehen uns jetzt wieder. Ich gucke mal in die Kamera, quasi in Ihre Augen. Das ist gut. Dankeschön. Ja. Gerade die letzte Folie ist natürlich spannend für uns als JugendschützerInnen, weil genau diese Gruppe ja auch die Menschen sind, die wir im Prinzip, mit denen wir viel zu tun haben, wenn es um Jugendschutz geht. Und das war auch sehr spannend, da Ihre verschiedenen Motive oder Gründe. Ich fange mal gleich an. Das haben Sie in einer Folie auch so ein bisschen angesprochen. Wenn Sie sagen, wir erleben das so und so, kann man denn eigentlich, wie kann man davon ausgehen, dass alle Menschen das gleich erleben? Also haben Sie in der Beobachtung dieser Feststellung dieser ganzen Gründe, machen Sie da Gender-Unterschiede, Altersunterschiede, soziale Unterschiede? Also wie homogen sind die Gruppen? Ja, also das ist eine gute Frage. Natürlich kann man das nicht pauschalisieren und für alle Menschen gleichermaßen sagen. Es ist auch nicht so, dass alle Menschen sich für True Crime oder Kriminalgeschichten interessieren. Wir befragen dann natürlich diejenigen, die das konsumieren, manchmal auch die, die es nicht konsumieren, um einen Vergleich zu haben. Einfach unterscheiden sich die Gruppen von denjenigen, die das gerne schauen und hören von den anderen. Es gibt tatsächlich Unterschiede, insbesondere in Bezug auf das biologische Geschlecht. Das ist sehr, sehr interessant, insbesondere bei Podcasts im Bereich True Crime ist die Mehrzahl der HörerInnen weiblich. Also das sind so zwischen 60 und eigentlich eher 70% aller Hörerinnen von True Crime Podcasts sind weiblich. Das sieht man aber nicht überall genreübergreifend bzw. modalitätsübergreifend. Wenn wir uns nämlich die Krimis im Fernsehen zum Beispiel angucken, die dort laufen, die werden gleichermaßen von Männern und Frauen geschaut. Also da ist das Verhältnis wieder ausgeglichen. Das ist sehr, sehr spannend. Hat einerseits damit zu tun, dass bei Krimis diese ausgeglichene Zahl sich eben auf fiktionale Geschichten bezieht, wohingegen die True Crime Podcasts eben echt sind und da dann das Motiv des Lernens für die Notfallsituation für die weiblichen Hörerinnen als sehr, sehr relevant angesehen wird. Und was man noch dazu sagen muss, die psychologischen Hintergründe werden auch deutlich häufiger von Frauen als interessant und Motiv angegeben, warum sie das Ganze sich anhören und anschauen, als von Männern. Also da sehen wir definitiv Unterschiede bei den Geschlechtern. Ich persönlich kenne leider keine Studien, wo zwischen nicht nur dem biologischen Geschlecht unterschieden wird, sondern auch zwischen dem psychologischen Geschlecht, wo divers noch hinzugezogen wird. Ich finde, das kann man kritisieren und sollte man in der Zukunft auch untersuchen. Da habe ich jetzt aber leider keine Zahlen. Ich kann nur sagen, dass es auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt in der Häufigkeit des Konsums von True Crime Podcasts. Was man in Bezug auf die Altersstruktur sagen kann, ist, dass insbesondere junge Hörerinnen sich mit Podcasts eher beschäftigen. Also da ist die Hörerschaft eher so zwischen 15 und 30, die meisten, die das hören. Wohingegen Krimis, also fiktionale Geschichten im Fernsehen, wieder ausgeglichener geschaut werden. Also da sieht man teilweise auch ganze Familien, die den Tatort schauen zum Beispiel, das gemeinsam konsumieren. Da ist die Altersstruktur nicht so klar, zumindest meines Wissens nach nicht, aufgeteilt, wie es beispielsweise bei Podcasts ist. Und dann natürlich noch darüber hinaus der Konsum und der Austausch über den Konsum in sozialen Medien ist auch eher bei Kindern und Jugendlichen, wie gerade schon gezeigt, zwischen 15 und 25, 30, das sind diejenigen, die sich da sehr viel mit den sozialen Medien beschäftigen und auch die YouTube-Kanäle konsumieren. Also da gibt es, ich glaube, knapp zwei Millionen Abonnentinnen des erfolgreichsten YouTube-Kanals zum Thema True Crime. Jetzt sind ja Podcasts anders immersiv als Filmmöglichkeiten, also egal ob ein YouTube-Video oder ein Film oder ein Kino. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sich Podcasts vielleicht sogar eher anhören kann, weil die eben nicht so immersiv sind? Also haben Sie da irgendwie auch dazu geforscht? Möchte man sich vielleicht dann auch eher, also vielleicht kann man es mehr hören, wenn man sich davon besser distanzieren kann, wenn man die Bilder nicht sieht? Es kommt darauf an, tatsächlich, also je nachdem, wie und wo man die Podcasts hört, ne? Also das ist ja eigentlich ein Format, was man unterwegs gut hören kann, zwischendurch als Ablenkung nebenbei. Man kann es aber auch sehr intensiv hören. Und wenn man es intensiv hört, dann ist tatsächlich die Immersion manchmal sogar größer, weil die Gedanken einfach mehr mitspielen. Also man hat das Ganze viel mehr internalisiert und man hat viel mehr Involvement, wenn man sich die Bilder selbst macht. Das heißt, da kann das sogar noch spannender werden, als wenn man Bilder vorgegeben bekommt.
Ja, sehr spannend. Noch eine Frage zu diesen Gefahren, die dahinter sitzen. Wir sprechen ja dann immer von Triggern. Was haben Sie denn dazu herausgefunden? Also es kann ja im Prinzip in beide Richtungen triggern. Also davon gehen wir immer aus. Es kann Menschen triggern, die eine traumatische Erfahrung haben und dann eben retraumatisiert werden. Es könnte auch, zumindest ist das ja eine Vermutung, auch potenzielle TäterInnen triggern. Oder wie kann man das irgendwie untersuchen? Ja, also das ist eine sehr schwierige, komplexe Frage. Ich versuche mal kurz darauf zu antworten. Es ist auf jeden Fall tatsächlich so, dass man mit Opfern und auch Familien von Opfern sehr sensibel umgehen muss und dass man da auch in der Berichterstattung oder auch in der Aufbereitung von True-Crime-Fällen wirklich versucht, die Privatsphäre zu respektieren und dort eben versucht, das Ganze nicht zu sehr zu triggern, dann auch natürlich für Personen, die Ähnliches erlebt haben. Das kann man natürlich nicht immer vermeiden. Was ich aber definitiv nicht sagen würde, ist, dass wenn man sich jetzt solche Fälle anhört, das sozusagen als Anleitung nehmen könnte, wenn man selbst einen Kriminalfall begehen möchte, wenn man einen Mord begehen möchte. Die Frage habe ich schon häufiger gestellt bekommen, ob das nicht quasi eine super Anleitung ist, also in Anführungszeichen natürlich, für Personen, die potenziell eine eigene schlimme Tat planen und sich eben überlegen möchten, wie sie das Ganze machen können, um die Justiz oder die Polizei und so weiter auszutricksen. Das ist aber nicht alles. Also bevor man so eine Tat begeht, muss sehr viel mehr passieren. Also da steckt sehr viel mehr hinter, ganz viele andere Faktoren. Also die eigene Persönlichkeit, die eigene psychische Belastung, die Vergangenheit, die Prädisposition. Nur weil wir einen True-Crime-Fall sehen oder hören, führt das nicht dazu, dass wir selbst zum Täter oder zur Täterin werden. Mhm. Dennoch werden auch bei True-Crime-Geschichten bestimmte Dinge ein bisschen weniger beleuchtet, gerade aus der Angst, dass man das als Anleitung nehmen könnte. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass das wirklich als Planungsmaschinerie für zukünftige Täter und Täterinnen herangezogen wird. Das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit behaupten, aber da gehört einfach sehr viel mehr dazu und oftmals spricht man auch von Affekttaten, die einfach passieren, ohne dass wir uns vorher einen True-Crime-Fall angeschaut haben. Deswegen, ja, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und diskutieren, aber es wäre zu einfach zu sagen, das macht uns alle selbst auch zu Mördern. Wir sehen auch, wir sprechen später auch noch ein bisschen genauer dazu, was Bilder bewirken können jetzt in diesen verschiedenen Zusammenhängen. Ich möchte Ihnen die Chance geben, auch vielleicht Fragen zu stellen, wenn Sie möchten, an Frau Dr. Börsting. Also wenn es hier schon Fragen gibt aus dem Podium, dann könnten Sie kurz das alte Handzeichen geben. So. Wenn nicht, dann frage ich, vielleicht müssen Sie noch ein bisschen nachdenken. Ich würde Frau Dr. Wössing gerne noch mal fragen, dieses Thema Eskapismus, das auf einer Ihrer Folien waren und dann eben Erregung oder Entspannung. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Weil Eskapismus stimmt natürlich, man geht in andere Welten. Die Frage ist ja nur, wie eskapistisch ist das, in so eine gefährliche Welt zu gehen? Also wir reden natürlich jetzt über Verbrechensformate, deswegen, aber ist das, also wie stark ist denn da der Eskapismus? Also ich bin zu Hause in meinem sicheren Umfeld und habe Lust dazu, eskapistisch einem Mörder zuzugucken. Also das kommt natürlich auch immer darauf an, wie sehr man sich damit beschäftigt. Ne? Wie gerade schon gesagt, ob man das nebenbei konsumiert oder ob man sich wirklich damit auseinandersetzt und das jetzt wirklich aktiv konsumiert und nichts anderes nebenbei macht. Eskapismus heißt ja nicht immer unbedingt, dass man aus einer schlechten in eine gute Welt flieht. Mhm. Also es geht einfach nur darum, aus dem eigenen Alltag, aus der eigenen Situation herauszukommen und sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Und tatsächlich ist Eskapismus eins der meistgenannten Gründe, warum True Crime insbesondere Fälle sich angeschaut oder angehört werden, weil die eben kognitiv und emotional sehr involvierend sind. Also dadurch, dass wir uns damit so sehr beschäftigen, dass wir miträtseln, dass wir viel erfahren, dass wir diese moralische Urteilsbildung haben, das zieht uns wirklich total raus aus dem, in dem wir vorher waren. Und deswegen ist das einfach wirklich ein sehr gutes Mittel, um zu entfliehen. Das ist ähnlich wie, als würde man wirklich ein Rätsel machen, eine schwierige Mathematikaufgabe lösen. Das ist vergleichbar, nur dass True Crime dann ein bisschen mehr Spaß macht, als eine Mathematikaufgabe zu lösen, den meisten Menschen jedenfalls. Und deswegen ist Eskapismus einfach so ein wichtiger Punkt, selbst wenn wir in eine negative Welt fliehen. Das ist gar nicht das zentrale Grund, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Wichtig ist nur, dass es emotional und kognitiv involvierend ist. Und das sind True-Crime-Fälle insbesondere sehr.
Noch eine Frage an die Psychologin. Können wir denn eigentlich wirklich genau antizipieren, was das mit uns macht? Also wir sagen, das ist ja total spannend, ich gucke mir das jetzt alles an. Das ist ja auch so eine Jugendschutzfrage und wir müssen, vielleicht können wir überhaupt in jedem Fall immer sehen, ob das nicht uns doch nachhaltig noch beeinflusst, ob es im Kopf bleibt, ob es später wieder aufploppt, ob es uns doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise traumatisiert. Leider nicht so direkt, genau das ist das Problem. Also natürlich gibt es da auch Unterschiede, je nachdem, wie reflektiert man ist und wenn man sich jetzt selbst mit dem Thema beschäftigt, funktioniert das sicherlich in einigen Situationen besser, als wenn man sich gar nicht damit beschäftigt. Es kommt aber sehr stark auf situative und kontextuelle Faktoren an und auf die entsprechenden Kompetenzen. Also ich habe gerade schon mal Medienkompetenz ja kurz angesprochen, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch generell die Kompetenz, mit rezipierten Inhalten umzugehen. Also einmal zu wissen, okay, das Ganze ist jetzt zwar passiert, aber es betrifft mich nicht persönlich. Und ob mich das nachhaltig mitnimmt und möglicherweise auch bei jüngeren Menschen, Kindern, Jugendlichen, Albträume verursacht oder negative Stimmungen mit sich bringt, das kann man selbst als Person, wenn man das konsumiert, meistens nicht wissen. Und genau das ist das Problem und deswegen müssen wir uns tatsächlich darüber unterhalten, ob es da bestimmte Tipps, Leitlinien, Richtlinien geben sollte, wer so etwas unter welchen Umständen konsumiert oder besser nicht konsumieren sollte, weil leider sind wir als Menschen zwar manchmal sehr reflektiert, aber nicht immer und insbesondere, wenn wir dann uns unterhalten lassen möchten und eskapistisch Zeit vertreiben möchten, denken wir nicht auch noch darüber nach, wie uns das dann nachhaltig beeinflussen könnte. Das sieht man nur, wenn man sich aus entfernter Perspektive, aus psychologischer Sicht damit beschäftigt. Und später wachen wir dann nachts auf und so und schreien und erschrecken uns vor uns selbst. Wenn sonst noch keine Fragen aus dem Publikum kommen, dann würde ich als letzten Aspekt vielleicht nochmal, haben Sie auch irgendwie untersuchen können, wie wichtig so eine Sympathie für ErmittlerInnen oder auch Opfer und so sind. Also jetzt, das bespreche ich gleich noch mit der Produzentin natürlich. Also wie können wir die Menschen, wie sympathisch sind die oder müssen die sein, damit wir denen folgen? Konnte man das auch irgendwie erforschen? Ja, also das ist dann insbesondere wieder bei fiktionalen Kriminalfällen. Da ist es so, dass wir uns eigentlich nicht unbedingt den oder die perfekte Person wünschen. Als sympathisch finden wir das auch, wenn der Ermittler oder die Ermittlerin auch mal einen Fehler macht. Wenn zwischendurch Fehler passieren, die dann aber eben gelöst werden und mit Charme, mit Durchhaltevermögen, Transparenz. Das sind alles Aspekte, die wichtig sind für das Sympathieempfinden. Aus der klassischen Medienforschung weiß man aber auch, dass Sympathie und Involvement was damit zu tun haben, ob man sich selbst mit der Person identifizieren kann, ob man möglicherweise Ähnlichkeiten zu sich selbst sieht. Wenn das der Fall ist, dann neigen wir eher dazu, die Person sympathisch zu finden. Und bei den True-Crime-Fällen, wie kurz angemerkt, ist es so, dass wir da eher so eine Wertschätzung haben. Also da wäre die Ermittlerin, der Ermittler, sind wir entweder selbst, wenn wir eben den Fall lösen möchten, oder die Redaktion, die recherchiert hat. Und da ist wirklich einfach eine Wertschätzung für die authentische, transparente und umfassende Recherche über diesen Fall. Und das kann natürlich auch zu Sympathie mit Sprecherinnen und Sprechern von Podcasts führen oder eben der Redaktion, die dahinter steckt. Und am meisten identifizieren wir uns, glaube ich, mit Ermittlern, die so abgehalfterte, viel trinkende, rauchende alte Detektive sind. Das lässt ja auch tief blicken, dass die bei uns immer gut ankommen. Da möchte ich mich schon mal bedanken. Das war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns das alles zur Verfügung gestellt haben oder uns erklärt haben. Und ja, herzlichen Dank, Dr. Johanna Börsting. Danke. So. Und jetzt haben wir einen Gast hier bei mir richtig auf der Bühne, live vor Ort sozusagen in Person. Ich freue mich sehr, Kerstin Ramke zu begrüßen. Sie ist Produzentin für den Nordfilm, hat sehr, sehr viele, über 80 Tatortfolgen für den NDR betreut, also kennt sich sehr gut aus mit fiktionalen Verbrechen. Hat verschiedene Kinofilme als Creative Producer betreut und unter anderem die Serien wie der Tatortreiniger, was ich auch mal sehr toll finde. Und hat jetzt als letztes für RTL die Produktion Das Weiße Schweigen betreut. Und ich würde sagen, da gucken wir uns als erstes jetzt mal den Trailer an zu dem Film Das Weiße Schweigen. Sie möchten. Herzlich willkommen, Kerstin Ramke. Dankeschön.
Das ist die Geschichte, also auf eine wahre Begebenheiten beruhende Geschichte dieses sogenannten Todespflegers Nils Högel. Ja. Ja. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was dazu erstmal, was das für eine Art von Format ist. Genau, also das ganze Projekt ist entwickelt worden als Fernsehspiel, ursprünglich fürs ZDF sozusagen, und aus verschiedenen Gründen hat es dort dann nicht stattgefunden, und wir haben es dann als Drehbuch schon angeboten, RTL. Wir sind darauf gekommen, eigentlich auch durch einen Podcast interessanterweise über Nils Högel, und als der Fall nochmal aufgearbeitet wurde, neue Prozesse anstanden. Und da gab es die Anregung, eben daraus doch ein Fernsehspiel zu machen und sozusagen ein Drama, aber es als Drama zu erzählen, eben nicht als Ermittlerformat, und die Figur der Krankenschwester, die ja auch in Wahrheit sozusagen diesen Fall aufgedeckt hat oder ihn überführt hat auf frischer Tat, als zentrale Figur zu benutzen. Julia Jentsch spielt diese Krankenschwester, ganz genau. Und ein großer Aspekt dieser ganzen Geschichte war natürlich eine ganz intensive Recherche, das ist ganz klar, eine ganz intensive Auseinandersetzung mit den Angehörigen der Opfer sozusagen. Das sind ja über 100, weit über 100 Opfer gewesen. Und die Klärung der Persönlichkeitsrechte, auch was natürlich die Verantwortlichen, aus unserer Sicht Verantwortlichen angeht, weil damals auch noch Arbeitsgerichtsprozesse ausstanden, also Klinikleitung, leitende Ärzte und so weiter, die alle sagten, ne, nichts gehört, nichts gesehen und so weiter. Also das war eine sehr, sehr umfangreiche und massive Vorarbeit dazu nötig, die auch juristisch immer begleitet wurde von einer Kanzlei. Also wir haben uns da auch wirklich bis zur Ausstrahlung hin abgesichert, bis hin zu Schutzschriften, die beim Gericht hinterlegt waren, weil man immer nicht weiß, ob irgendwas kommt bei der Ausstrahlung. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht True Crime, sondern basiert nur auf einer wahren Geschichte, weil genau. True Crime könnte man ja so einen Fall so lösen, dass man sagt, wir haben die Opfer befragt und die erzählen uns auch was, also es kommen wirklich vor, die Opfer oder die Hinterbliebenen der Opfer. In so einem Fall muss man die auch alle fiktionalisieren. Also genau, wir haben alle fiktionalisiert, wir haben alle Namen geändert, wir haben zum Teil die Geschlechter geändert in den Funktionen, weil uns auch dazu geraten wurde, sozusagen das ein bisschen davon zu entfernen. Das ist eben der Unterschied, sage ich mal, zum Dokumentarfilm. Also RTL hat auch eine vierteilige Dokumentarserie über Nils Högel gemacht. Die sollte ursprünglich mal parallel ausgestrahlt werden. Ist es dann nicht, worüber wir ehrlich gesagt ganz froh waren, weil uns ging es eigentlich nicht um die Sensation. Das war natürlich immer unsere große Angst, dass es so nach Sensation schreit irgendwo und nach diesem großen, nach diesem Skandal. Sondern wir wollten es wirklich psychologischer erzählen und eben aus einer anderen Perspektive. Ne? Aber dennoch soll das ja auch wieder anrühren, empathisch, also Empathie hervorziehen, einen Publikumsvertrag machen. Aber hat man nicht trotzdem dann die Gefahr, dass Hinterbliebene oder eben Menschen, die das alles erlebt haben, sich dann trotzdem traumatisiert fühlen oder einfach da den Schmerz nochmal empfinden? Also das mag sein, das kann ich so natürlich gar nicht beurteilen. Wie gesagt, die Opferverbände sind einbezogen worden, und ich könnte mir vorstellen, wenn jemand auch schon Angst davor hat, dass er das gar nicht erst anschaut, ehrlich gesagt. Also ich würde mich so einem Film dann gar nicht aussetzen, wenn ich diese Gefährdung sehen würde. Ne? Aber das können wir natürlich nicht ausschließen, das ist richtig. Naja, dann das würde dann sowas wie, wir reden noch später ein bisschen mehr über Triggerwarnungen, hilft das bei sowas oder ist es da schon überhaupt geplant? Ich glaube nicht, das hat nicht stattgefunden bei RTL, eine Triggerwarnung. Nee. Was ist deine Erfahrung damit, also mit diesem ganzen Triggerwarnungsidee, nicht der Triggeridee? Genau, also wir haben noch gar nicht so viel Erfahrung damit sozusagen, weil Sender das, also öffentlich-rechtliche Sender, oder ist mir zumindest nicht bekannt, dass es große Triggerwarnungen gibt bisher bei Filmen, also bei Tatorten gibt es das nicht, die wir überwiegend ja machen, auch per Fernsehspielen nicht. Ich habe es jetzt zum ersten Mal bei einer Vorabendfolge, witzigerweise, wo es um Incels geht, also Männer, die Frauen hassen und eben entsprechend agieren. Da haben wir ein Hilfetelefon am Ende eingeblendet dann für Frauen, die unter Umständen betroffen sind von solchen Dingen. Ich finde das gut. Ich finde, das könnte man ruhig machen. Und was würdest du sagen jetzt als Produzentin von so einem Film, was steht da dahinter? Also wir haben jetzt ja ganz viele über die Rezeptionsmotive schon gehört, aber was trifft davon darauf zu? Warum soll man sich das angucken? Also was macht einem daran Spaß? Naja, ich finde schon, dass es gelungen ist, einerseits unterhaltend zu sein. Es ist auch Unterhaltung bei aller Spannung, und ich finde, es macht auch Mut. Also dieser Film speziell sollte ja auch dazu angelegt sein, auch durch die Charaktere zu Zivilcourage aufzurufen und zu sagen, macht den Mund auf, seht hin und tut was und duckt euch nicht weg und sagt, ihr habt nichts gesehen und nichts gehört. Also das war uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Haltung dieser Krankenschwester sich eben durchsetzt. Und das finden wir auch eine ganz wichtige Botschaft dieses Filmes. Mhm.
Ja, also naja, nach vielen Morden setzte sie sich dann durch. So. Na gut, sie hat natürlich nicht alles mitbekommen, das ist ja ganz klar. Ne? Aber es ist im Endeffekt ein positives Ende, weil absolut, mit ihrer Hilfe das aufhören kann, der schlimme Zustand. Genau, sie hat es gelöst sozusagen und sie hat sich getraut gegen alle Widerstände, ja auch Widerstände unter den Kollegen oder Kolleginnen. Und das ist sozusagen, soll auch eine Ermutigung sein, eben wirklich sich nicht einschüchtern zu lassen und wirklich auch gerade zu stehen und dafür letztendlich dann auch belohnt zu werden. Ne? In so einem Sonderfall, also da gibt es auch noch ein bisschen einen Sonderfall, dass das im Prinzip in so einem Krankenhausumfeld spielt und Ärzte, Götter in Weiß, ja normalerweise die Menschen sind, denen wir vertrauen, oder in Blau, ne? Trägt der Kostja ja nicht Blau, genau, also Götter in Blau und Weiß, bayerische Götter. Pfleger. Ja, okay, Pfleger in Blau und Götter in Weiß und normalerweise vertraut man denen und das ist, also da reden wir ganz viel im Jugendschutz drüber, ist dann sowas nicht wirklich sehr gefährlich, frage ich mal suggestiv, weil wenn man das jetzt nicht ganz durchschaut, das am Ende wird es ja gut, aber solange vertraue ich erstmal keinem Menschen mehr, der hier in Weiß oder Blau auf mich zugeht, oder? Naja, also man kriegt schon ein bisschen Angst. Also ich habe schon vorhin erzählt, also bei der Recherche zu diesem Film hat man schon gedacht, oh Gott, bloß nicht ins Krankenhaus. Ja. Weil man natürlich den Menschen ausgeliefert ist und natürlich Vertrauen hat und ja auch haben muss, sonst könnte man das gar nicht machen. Das könnte eine Gefahr sein, sicherlich. Ne? Und wir sind beraten worden von dem Professor Beine, das war unser Fachberater, der ja sehr viele solcher Fälle leider recherchiert hat. Ist ja kein Einzelfall von dem Zügel. Das ist natürlich eine Gefahr. Genau, diese Spannungswelt ist ja genau unser Problem. Das ist andererseits passiert das. Also müsste man, kann man, wie du auch sagst, man kann auch sagen, ich muss eine Sensibilität dafür entwickeln, dass sowas passieren kann. Andererseits wollen wir niemanden in dieses Scary World Syndrom schicken. Jeder, der Arzt ist, ist erstmal böse, auf gar keinen Fall. Ja. Nein, ich glaube, das ist ja auch hier differenziert. Wir haben ja auch nicht nur böse Ärzte und nur böse Pfleger. Ich meine, unsere Hauptdarstellerin sozusagen, unsere Heldin ist ja auch eine Pflegerin, eine Krankenschwester, die eben positiv ist und ja auch entsprechende Kollegen hat. Das sind ja auch dann, auch hier wird es ja als Einzelfall letztendlich dargestellt. Aber natürlich ist man nicht davor gefeit, ja auch im wahren Leben nicht. Ne? Wir gehen mal ein bisschen mehr in die fiktionale Verbrechensdarstellung und gucken uns mal erstmal einen Ausschnitt aus einem Tatortfilm an, und zwar Tatort Borowski und die Schatten der Vergangenheit. Ja. Ja, so viel vielleicht auch noch mal Triggerwarnung vorher sagen müssen, aber wir sind ja alle vom Fach, also von daher habe ich jetzt mal gehofft, dass das geht so auch in Ordnung. Vielleicht ganz kurz, es gibt ja noch eigentlich noch eine andere Szene, wo ich dachte, die kommt auch noch, also wo dann Borowski auch noch mal später den, aber gut, also Borowski, also Tukur und die junge Frau am Anfang im genau. Axel Milberg und junge Frau am Anfang ermitteln. Und der erste Mann, den wir sehen, das ist der Vergewaltiger. Und der zweite ist halt der Mörder. Und es geht um einen Fall, der lange zurückliegt und der direkt mit Borowski zu tun hat, weil er damals mit diesem Opfer befreundet war. Also wir haben eine persönliche Ebene, der Ermittler ist involviert. Es gab viel Kritik an den Bildern dieses Tatorts aus verschiedenen Richtungen. Unter anderem, das haben wir gerade gesehen, an zum Beispiel den Einstellungen, wo die, das ist eine Prostituierte, die da mit dem Mörder, also unwissentlich natürlich, dass es ein Mörder ist, in den Wald geht und der, als er sie versucht zu erwürgen, gibt es halt einen Schnitt zwischen ihre Beine oder eine Kameraeinstellung, wo man zwischen ihre Beine gucken kann. Solche Sachen, vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen ausführen, was da die Kritik war, die so auf euch... Genau, es gab auch eine Programmbeschwerde, eine ganz offizielle von Pro Quote zur Darstellung geschlechtsspezifischer Gewalt. Und das ist schon, das wird natürlich sehr beachtet im Sender, das ist ganz klar. Das ist auch ausführlich dann natürlich von der Redaktion beantwortet worden und wir haben das nochmal diskutiert, die sich eben genau darauf bezieht, klar, wir haben hier Morde an Frauen, also was ja meistens so ist, aber was letztendlich leider auch die Wirklichkeit abbildet, aber wie es halt dargestellt ist, also wie es eben aufgelöst wurde von Kameramann und Regisseur. In dem Fall sind es auch zwei Männer, das wurde natürlich dann auch nochmal hervorgehoben, dass es zwei Männer waren, die das kreativ umgesetzt haben. Und sicherlich kann man daran Kritik üben und sagen, der Film ist jetzt vor zweieinhalb, fast drei Jahren gedreht worden, dass man aus heutiger Sicht es so nicht mehr abnehmen würde oder den Schnitt nicht machen würde. Weil am Ende, was wir sehen, ist natürlich jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist klar, das Ende ist der Höhepunkt quasi ganz am Ende des Films, wenn der Kommissar dann den Täter stellt und die junge Frau rettet. Aber trotzdem kann man sich natürlich kritisch damit auseinandersetzen, in welcher Form das dargestellt ist. Dass es gewalttätig ist, darüber kann man ja nicht hinwegsehen. Das muss man einerseits auch zeigen, weil Gewalt ist nun mal Gewalt. Das kann man sich auch nicht schönreden oder einfach immer ausblenden. Aber es geht auch schon darum, dann, ja, in welcher Form man es ganz konkret macht. Ne? Und
Warum muss man denn diese, also ich frage jetzt mal naiver, als ich hoffentlich bin, aber warum muss man denn diese Gewalt zeigen, um zu erklären, dass da so eine Gewalttat passiert? Ich weiß nicht, es ist immer die Frage, wie macht man es richtig? Ich weiß nicht, ob die Lösung ist, Gewalt gar nicht mehr zu zeigen und alles nur sozusagen in der Fantasie des Schauspielers, des Zuschauers stattfinden zu lassen und es überhaupt nicht mehr in Bild und Ton sozusagen zu übertragen. Das ist eine Diskussion, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass man gewisse Dinge zeigen muss und nicht immer gleich abblenden kann. Denn das Böse ist nun mal auch das Böse. Aber es ist eben immer eine Frage, wie man es macht. Also man hat auch gesehen bei den Szenen, als das Mädchen vergewaltigt wird im Wald, die sind relativ dunkel gegradet. Also im normalen Fernseher ist da echt nicht viel zu erkennen, natürlich mit Absicht nicht. Das passiert dann auch im Grading und darüber wird auch mit dem Jugendschutz natürlich dann des Senders auch noch entsprechend diskutiert. Ne? Und wir haben ja auch vorhin schon gehört, dass Podcasts ja auch funktionieren. Also dass vielleicht sogar die eigenen Bilder, die man sich dazu macht, auch nicht unbedingt weniger nachhaltig ängstigend sind. Wir haben es vorhin kurz im Vorgespräch, ich habe schon gesagt, mir ist zum Beispiel der neue Maria Schrader-Film She's Head über diese Weinstein-Geschichte, den habe ich vorgestern gesehen und der ist ein Film, der sich also um ein großes Verbrechen, Gewalt an Frauen, sexuelle Gewalt über Frauen behandelt. Das kennt ihr und sie ja alle, den ganzen Weinstein-Fall und der geht komplett aus der Opfer- und Aufklärerinnen- oder Ermittlerinnen-Perspektive. Es gibt nur ein Bild von Weinstein von hinten, man hört ihn auch nur einmal ganz kurz. Es war eine ganz klare künstlerische Entscheidung zu sagen, wir machen diese ganze Geschichte über das Verbrechen an diesen vielen, vielen Frauen und das den systemischen sexuellen und Machtmissbrauch in diesem Hollywood-System, alles nur durch die Augen der Opfer und der Frauen. Und natürlich hat es damit bildliche Konsequenzen, weil man zeigt halt ganz viel auch nicht. Man sieht vor allem die Frauen, die dann erzählen. So, wenn man die Bilder, die Fälle nicht zeigen will, dann passiert das eben alles im Gespräch. Das ist also dann auch eine künstlerische Entscheidung. Ja. Absolut. Und ich meine, wir haben natürlich hier beim Tatort ganz klar eine Formatvorgabe. Das ist ein ganz festgelegtes Format, was natürlich eine Bandbreite hat, aber was auch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und es ist nun mal so, das Opfer, das steht am Anfang und das ist ja nun mal weg. Mhm. Also insofern ist es immer schwieriger, sich mit dem Opfer zu identifizieren oder Empathie zu empfinden. Natürlich recherchieren wir aus Perspektive des Kommissars im Nachhinein nach den Motiven der Tat und erfahren auch was über das Opfer und das Umfeld und so weiter. Und das ist mal mehr und mal weniger intensiv. Aber Fakt ist, dass der Täter natürlich die ganze Zeit irgendwo im Spiel ist und einem dadurch schon bekannter wird sozusagen. Mhm. Und wir eben im Tatort ganz klar auf der Seite der Kommissare oder der Kommissarin stehen. Durch die Brille sehen wir sozusagen, was passiert, gehen mit und werden auch an die Hand genommen und auch emotional natürlich an die Hand genommen. Ne? Das ist eben auch Prinzip letztlich auch des deutschen Fernsehkrimis im Groben. Also genau, also zumindest wenn ein Mord involviert ist, dann, wie du sagst, das Opfer ist weg, also man kann höchstens mit Rückblenden arbeiten, um seine Perspektive nochmal zu zeigen und dann ist halt die Frage, wie schön ist das dann wieder künstlerisch oder ist das, also wenn das Format schon eingeführt ist, das haben wir ja auch immer als JugendschützerInnen, dieses Thema Medienkompetenz, wenn das Format eingeführt ist und jeder weiß, es gibt ja viele TatortzuschauerInnen, die gucken sich die ersten 5 Minuten gar nicht an, weil sie wissen, wie sieht man, wer der Mörder ist und sie wollen es gar nicht wissen. So, also sie wollen lieber mit, also so diese Geschichten. Wir gucken vielleicht noch mal den zweiten Tatort, den Ausschnitt aus der Fall Holt. Ja, so, da haben wir 3 Ausschnitte aus diesen 3 Szenen aus diesem Film. Frau Furtwängler ermittelt, die Frau ist entführt worden und wird dann später tot. Genau, wird später tot aufgefunden. Der Mann ist verdächtigt worden, also zu Unrecht, wie sich ganz am Ende herausstellt. Der hat sich aber inzwischen dann das Leben genommen in der sozusagen in der Zelle und das ist basiert auf einem wahren Fall einer entführten Bankiersfrau, wo auch wahnsinnig viele Polizeifehler offensichtlich gemacht wurden. Der wahre Täter ist nie ermittelt worden und das haben wir eben in dem Sinne fiktionalisiert. Und das wird hier erzählt, auch über eine sehr persönliche Geschichte von Charlotte Lindholm, die aufgrund einer anderen Sache etwas angeschlagen ist bei dieser ganzen Ermittlung, die das unheimlich mitnimmt. Und ich habe extra diese Auffindeszene jetzt auch noch mit reingenommen, weil die eben auch die Empathie der Ermittlerin sozusagen, bin ich noch mal vermittelt, wenn eben die Frau dann also tot aufgefunden wird. Weil man hat immer noch gehofft, natürlich sie lebend zu finden. Ne? Wie würdest du so eine Szene einschätzen? Also über diesen Schwenk sprechen wir gleich. Aber kurz davor guckt Frau Lindholm oder Frau Furtwängler, sieht das, was wir noch nicht sehen und guckt entgeistert oder schmerzhaft, also geschockt weg. Ist das für uns eine Hinführung, was jetzt kommt? Oder ist das eine Warnung? Oder warum sehen wir erst, was sie sieht in ihrem Gesicht, bevor wir es sehen?
Also ich glaube, damit man sich mit ihr nochmal ganz klar identifiziert und man weiß schon, es wird was Schreckliches sein, was sie sehr betrifft. Und wir werden auch gleich vielleicht was Schreckliches sehen. Aber ist das Anteasern oder ist das Warnen? Ich denke eher Warnen. Also Anteasern, ich glaube nicht, dass man jetzt sensationslüstern, also hoffe ich zumindest nicht, guckt, oh Gott, was wird da jetzt irgendwie sein? Weil ich meine, der ganze Film ist kein Splatter-Movie, auch in der ganzen Erzählweise nicht. Das kommt hier ziemlich gegen Ende. Und ich glaube nicht, dass man in der Disposition so vorgespannt ist, dass man jetzt irgendwie da ein Blutbad erwartet oder sowas. Und bei Splatter-Filmen gibt es ja sowieso noch so eine andere Art von Distanzierung, glaube ich, weil ich glaube, da ist es irgendwie, also über die müssen wir glücklicherweise heute gar nicht reden. Jetzt haben wir diesen Schwenk über den Körper von dieser Frau, der dann ihrem nackten Oberkörper, nackte Brüste, also wir vermuten Sexualverbrechen, oder also wenn wir es ja nicht eh schon wissen, wie ist sowas, also diese Kamera tastet diesen Körper ab. Ich musste an Nina Menkes Dokumentarfilm Brainwash, Sex Camera Power denken, der letztes Jahr, glaube ich, auf der Berlinale lief, wo es genau darum geht, um den Male Gaze, darum, wie weiblicher Körper im Film dargestellt wird. Oft wird er fragmentisiert oder eben so abgeschwenkt mit so einem langsamen, sie sagt, ich zitiere sie nur, lustvollen Blick. Wie ist das bei so einem Bild? Also hätte man das auch anders lösen können? Also warum tastet diese Kamera sich da so langsam hin? Weil so langsam guckt sie ja wahrscheinlich gar nicht, die Frau Furtwängler. Naja, das weiß man nicht. Also ich denke, in dem Fall, es ist im Übrigen eine weibliche Regie, also die diesen Film inszeniert hat, sollte es einfach auch schon die Auseinandersetzung wirklich damit sein, was ist dieser Frau passiert? Also wie hat man sie zugerichtet sozusagen? Und das war schon, glaube ich, die Absicht von Anne Sora, da dem auch nicht auszuweichen dann in dem Sinne, sondern wirklich zu sagen, so sieht das Opfer jetzt aus, das hat man ihr angetan. Und deswegen sozusagen nimmt es sich auch ein bisschen Zeit und das macht einem natürlich Angst, wenn man das sieht. Also es hat eher eine empathische Grundlage sozusagen, dieses langsame Darangehen. Wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie genau kann man denn überhaupt jetzt als Produzentin, wenn man jetzt das Drehbuch hat und man hat ein Team, also man hat eine Regie und Kamera, und die überlegen sich jetzt was, kann man dann überhaupt je noch einschränken oder eingreifen und sagen, das finde ich aber jetzt eine komische Darstellung? Das ist natürlich schwierig. Also wir haben natürlich viele Gespräche davor, auch mit der Redaktion über die Umsetzung. Und es gibt immer sogenannte Look-and-Feel-Gespräche, wo man mit den Hauptabteilungen zusammensitzt. Das betrifft ja auch Kostüm, Maske zum Teil, Ausstattung. Casting fängt es ja eh auch schon an, aber egal, aber auf jeden Fall da mit Kamera und Regie nochmal zu sprechen, wie stellt ihr euch das Ganze vor? Und da würde man sich schon jetzt über so kritische Szenen oder bestimmte Szenen nochmal extra beugen und die ansprechen und sich darüber austauschen, wie es genau ist. Wir haben aber jetzt nicht von solchen Szenen explizit immer ein Storyboard, also dass man schon genau alles aufzeichnet, was man genau wie aufnimmt. Das haben wir beim normalen, sage ich mal, Tatort oder Krimi nicht. Aber man würde das schon diskutieren und besprechen. Aber letztendlich liegt natürlich die künstlerische Verantwortung und bei Regie und Kamera dann, die stehen auch mit ihrem Namen drunter. Da hat man letztlich als Produzentin oder auch als Redakteurin dann auch nur begrenzt Einfluss. Dann könnte ich es ja, sag ich mal, gleich selbst machen. Das wäre dann der Vorwurf irgendwann, der von künstlerischer Seite käme. Ne? Aber das Bewusstsein ist schon da. Oder? Ja, ja. Ich meine, bei Anne Sora Beraschet wahrscheinlich, ne, die sehr, sehr schätze, ist bestimmt, da bin ich auch hundertprozentig überzeugt, dass das Bewusstsein sowieso da ist, dass sie sehr sensibel ist. Was ist denn, wenn das jetzt nicht so da ist? Also ist das jedem klar, was dafür für Assoziationen kommen? Tja, ich hoffe mal. Ich sag mal so, das hat sich natürlich auch verändert. Also wenn wir jetzt, dieser Film war jetzt von 2016 zum Beispiel, schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob Anne das auch zum Beispiel mit der Szene, wo die Frau niedergeschlagen wird oder eben entführt wird, ob sie das nochmal genauso machen würde, ist auch die Frage. Man kann nicht immer davon ausgehen, man kann es nur versuchen, in Gesprächen zu klären. Aber ich denke, dass auch jetzt über die Jahre die Sensibilität für diese Fragen doch deutlich gestiegen ist. Also über die letzten paar Jahre im Prinzip. Vorher. Ja, vorher war das, glaube ich, schon ein bisschen anders. Also wenn ich mir meine eigenen alten Tatorte angucke, muss man fairerweise sagen, da hat man heute eine andere Brille auf. Deswegen prüfen wir auch immer so viel, auch immer wieder alte Sachen und sowas. Jetzt haben wir, das kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf, so das Thema typische Täter, typische Opfer. Hast du auch schon richtig gesagt, meistens sind ja die Täter männlich und die Opfer weiblich. Also das ist die Realität. Einerseits hat man die Pflicht, die abzubilden oder denkt, man hat die Pflicht, die abzubilden. Andererseits reproduziert man damit immer wieder das Machtgefälle so. Wenn man das jetzt anders macht, das gibt es ja auch oft Versuche und einfach sagt, wir haben jetzt mal weibliche Täter und männliches Opfer und so. Wie kommt denn sowas an in deiner Erfahrung? Ich glaube nicht, dass das an der Rezeption beim Zuschauer einen großen Unterschied macht im Sinne von Spannung oder Unterhaltung. Das glaube ich gar nicht. Also wird auch nicht irgendwie sich gewundert oder irgendwie gesagt? Nee. Nein, nein, nein. Wir haben auch genug Fälle, sage ich mal, wo Männer zu Tode kommen und auch weibliche Täterinnen und so weiter. Also auch definitiv. Aber es sind ja immer eine bestimmte Art von Opfern auch oft. Ne? Also wir haben auch schon mal, da rede ich gleich mit der Karin noch drüber, dass es halt tatsächlich
die Opfer ja ganz oft nicht alt sind, eben weiblich sind. Ist das auch vielleicht eine Realitätsabbildung, aber dennoch? Es ist eine Realitätsabbildung und sicherlich und hängt aber auch damit zusammen, welchen Fall wir erzählen. Also ob wir eben, es ist ja beim Tatort durchaus unterschiedlich. Manchmal haben wir eben wahre Fälle als Vorlage, die wir extrem stark verfremden und wirklich nur als Anstoß nehmen oder eben rein fiktive Fälle. Und es ist, ja, es ist vielleicht wirklich so, weil es auch der Realität entspricht, dass junge Frauen überproportional viel zum Opfer fallen. Mhm. Es gibt wieder die Möglichkeit, an das aktive Publikum mitzudiskutieren und vielleicht eine Frage zu stellen. Möchte ich nicht auslassen. Möchte jemand was wissen oder was beisteuern? Gar nicht so. Also ich nehme das jetzt mal als gutes Zeichen, weil wir alles anscheinend hier so total umfassend abhandeln. Aber also letzte Chance. Nee, ja, du, nee. Also gut, dann habe ich hab mir noch genug auf der Uhr. Also das ist nicht das Problem. Gibt es, also wir haben beim ersten Fall, wie gesagt, diese Publikums- oder diese Programmbeschwerde, gibt es ansonsten, also so in deiner Erfahrung, das ist ja auch natürlich jetzt ein bestimmter Teil nur, ist da auch das Bewusstsein beim Publikum auch gestiegen? Also gibt es irgendwie öfter Hinweise oder irgendwie Reaktionen? Ja, das kommt natürlich überwiegend beim Sender an. Bei uns kommt da gar nicht so viel an sozusagen. Nur wirklich in etwas gröberen Fällen, so wie hier bei dieser Programmbeschwerde, landet es dann auch beim Produzenten oder der Produzentin. Wir werden da involviert. Normalerweise wird das über den Sender abgewickelt. Und ich glaube sowieso im Zeitalter des Internets und der Zuschauerkommunikation, dass stärkere Reaktionen kommen als früher auf die Filme. Das ist ganz klar. Ja. Ich weiß nicht genau, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob sich die Wahrnehmung da schon entsprechend verändert hat. Also auf jeden Fall ist die Rezeption der Tatorte zum Beispiel ja ungebrochen unglaublich hoch. Also die haben immer, weiß ich, zwischen 8 und 10 Millionen im Schnitt, was ja wirklich nach so vielen Jahren unglaublich viel ist. Ne? Und wir hatten ja vorhin schon, glaube ich, die Analyse, wer Verbrechensfilme guckt. Das waren irgendwie, was haben wir gesagt, bei den Podcasts sind es mehr weibliche Hörerinnen, ja. Also jetzt vom Gender-Aspekt aus. Genau. Und bei den Tatorten ist es tatsächlich ziemlich so ausgewogen, ja, ziemlich ausgewogen. Ihr habt aber schon im Kopf, das frage ich jetzt als Jugendschützerin auch, also ihr wisst ja genau, wann der läuft, der Tatort, also wisst ihr auch genau, welche Art von Bildern ihr eigentlich zeigen dürft, oder? Natürlich, also auch die Drehbücher gehen an den Jugendschutz des jeweiligen Senders, also hier beim NDR, und der Film wird auch, wenn wir die Rohschnittabnahme haben, natürlich dem Jugendschutz vorgeführt, und wir haben immer wieder Diskussionen natürlich über solche Bilder dann, also die entsprechenden Verbrechensbilder, und da geht es teilweise um Diskussionen, macht zwei Frames weniger, es muss kürzer sein, nimmt es im Grading runter, dass man es nicht so genau nimmt und so weiter, und das müssen wir natürlich umsetzen, ist ja ganz klar. Um da dann auch die Abnahme zu bekommen. Ne? Das ist jedes Mal so, das ist ein ganz klarer Vorgang. Und hier auch nochmal die Frage, weil das wird uns den ganzen Tag noch begleiten, der Triggerwarnung, also jetzt, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, aber trotzdem, also ist das da irgendwie sinnvoll, okay, bei einem Tatort zu schreiben, es geht um Mord, ist vielleicht auch ein bisschen albern, aber Ich weiß nicht, also ich meine, wenn man den Tatort vorspannt, sieht man, weiß, es ist jetzt ein Krimi, es ist ein Kapitalverbrechen, das ist ein Tatort, so Punkt. Und wenn man jetzt, man kann ja nicht reinschreiben, dieser Tatort ist besonders fürchterlich oder besonders fies oder so. Es ist immer irgendwo ein Kapitalverbrechen, sonst würde es diesen Film nicht geben. Ich glaube, so weit muss man auch den mündigen Zuschauer sehen, dass er das auch weiß. Also, und wenn man das gar nicht abkann, dann muss man auf dem ZDF-Herzkino gucken um dieselbe Uhrzeit. Ist ja völlig in Ordnung. Also wenn man kein Krimi gucken will, meine ich ganz im Ernst. Also das ist ja dann wirklich ein ganz anderes Angebot, wenn man eben das andere nicht schauen will. Und ich glaube, so weit ist der Zuschauer auch mündig. Ich würde das auch gerne nochmal, obwohl das ja eigentlich natürlich jetzt um Fernsehen und Medien, also diesen privaten Konsum zu Hause geht, trotzdem nochmal mit dem Kino vergleichen, weil das Problem ist ja da immer, dass die Triggerwarnung eigentlich nicht so viel nützt, weil wenn ihr am Anfang des Films kommt, man sitzt da in einem vollen Kino und es kommt am Anfang, wenn sie leicht zu triggern sind durch sexuelle Darstellung von sexueller Gewalt, dann stehen sie bitte jetzt auf und gehen raus. Das ist so eine Aufforderung, der man normalerweise auch nicht Folge leisten würde und dann an allen Leuten vorbeidrängeln und sagen, ich gehe lieber raus. Und das ist bei einer Triggerwarnung oder bei irgendwas Ähnlichem, was so ein Fernsehfilm framet, natürlich einfacher, weil das Ausschalten alleine zu Hause, das geht einfach. Ne? Ja, natürlich. Gibt es da auch so Rückmeldungen, so dass Leute gesagt haben, ich konnte gar nicht gucken, ich habe ausgemacht? Ja, jein. Also ich habe Rückmeldungen bekommen. Witzigerweise, wir haben mal eine Art Trilogie gedreht für den Kieler Tatort mit Lars Eidinger als stiller Gast. Das war ein Verbrecher, der in Wohnungen von alleinstehenden Frauen eindrang, ohne dass man es gemerkt hat. Er kam quasi durch die Wand. Und als wir da den ersten Film gedreht haben, der war so unheimlich und so eindrucksvoll, dass mir einige hinterher gesagt haben, oh mein Gott, ich habe hinterher alles von innen abgeschlossen, jedes Fenster kontrolliert. Ich konnte es kaum aushalten. Also, ist das ein guter Effekt? Ich weiß es nicht.
Sicht, ja. Ich meine, wir haben natürlich gedacht, okay, der Film hatte einen riesigen Effekt. Wir haben ganz viele Leute geängstigt. Wir haben sehr viele Leute geängstigt. Okay, es ist überzeugend umgesetzt worden. So kann man es auch sehen, ja. Natürlich, aber okay, der Film hat jetzt, wir haben ihn ja dann in zwei Teilen sogar nochmal fortgesetzt. Auch das war eine Reaktion der Zuschauer, dass sie gesagt haben, ihr müsst es weitererzählen. Mhm. So sehr, wie sie sich geängstigt haben, wollten sie, dass es weitererzählt, weil der ist entkommen in der ersten Folge, wollten sie, dass es weitererzählt wurde. Also auch das ist vielleicht dann dieses Thema Angst, Lust, dass man sagte, oh, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Ich sehe schon, das wird also das ist einfach gar nicht so richtig zu lösen. Ja, ich habe noch mal, mir fällt, also ich bin ja, komme ja auch viel aus dem Kino, deswegen fällt mir noch ein Beispiel ein, ganz aktuell ist, jetzt auch auf der Oscar-Liste ist Holy Spider, ein Film von Ali Abbasi über einen Serienmörder im Iran 2000 und 2001. Und wie ich finde, einer der also brutalsten und schlimmsten Darstellungen von Verbrechen gegenüber Frauen. Also ich als westliche Zuschauerin war sozusagen also schockiert und auch als Jugendschützerin und habe gedacht, was ist so ein großartiger Regisseur und das ist ja schrecklich, wie realistisch und authentisch und furchtbar. Und man muss aber dann auch sehen, dass so ein Film natürlich für eine Darstellung vom Iran total wichtig ist, weil solche Themen wie Verbrechen, Vergewaltigung oder Missbrauch oder Drogenkonsum und überhaupt arme Menschen und so sonst in diesen ganzen Filmen überhaupt nicht vorkommen und deswegen da schon wieder ein ganz anderer Blick irgendwie. Also für die war das was ganz anderes sozusagen, ein Befreiungsfilm. Das ist bei uns natürlich jetzt nicht so. Also wir reden quasi, wir sprechen das Publikum an, was auch zu sehen ist. Und ne, also wir haben die gleiche Sprache alle. Ja. Absolut. Also Krimi ist ja eine absolute Alltagsware sozusagen bei jedem Sender. Das ist ja, das sind die Formate, die am meisten eingeschaltet werden. Und es wird fast alles in Krimireihen, Krimiserien und weiß ich was verpackt. Das hat nach wie vor die höchsten Quoten. Also weil es offensichtlich in der Auflösung des Schrecklichen immer wieder einen beruhigenden Effekt auf den Zuschauer hat. Nach dem Motto, okay, die Ordnung wird wiederhergestellt. Mhm. Und egal, welches andere Format man sieht, ist Krimi nach wie vor in jeder Form, auf jedem Sendeplatz fast, hat es die höchsten Quoten. Und es gibt ja sowieso nur 99 Plots, sagt man ja so. Und die Sachen, die keine Krimis sind, haben ja meistens also sehr oft ja auch mit einem Trauma zu tun, was zum Beispiel durch eine Straftat oder einen Verlust passiert wurde. Also im Endeffekt sind alle Filme, die keine Krimis sind, also größtenteils jedenfalls, Auseinandersetzungen mit Opferperspektiven. Klar, ich brauche ja irgendwo einen dramatischen Vorwurf sozusagen, ja, mit dem sich dann der ganze Plot und die Figuren auseinandersetzen. Ne? Klar. Okay. Gut, dann erstmal vielen herzlichen Dank. Erstmal kriegst du einen Applaus hier. Danke. Also wir machen jetzt, es gab ja keine Fragen mehr, deswegen würden wir jetzt eine Pause machen. Und ich sage schon mal für unsere Millionen von Stream-ZuschauerInnen, dass wir nach der Pause mit einem Trailer loslegen. Und den dürfen wir aber aus rechtlichen Gründen nicht für Sie zu Hause zeigen. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Da gibt es dann was anderes Schönes, was Sie da, andere schöne Bilder, aber auf jeden Fall nicht den Trailer, nicht wundern. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Dankeschön. Herzlich willkommen zurück. Die Evil Twins, das ist nicht zu fassen, wie viele Evil Twins es gibt. Ich weiß nicht, wer von euch oder Ihnen auch zu Hause diese True Crime-Serie kennt mit den Evil Twins, aber es gibt anscheinend eine signifikante Menge an bösartigen Zwillingen, die Morde begehen. Ne? Aber gut, das nur mal nur nebenbei. Ja, ich habe, wir freuen uns, dass ihr alle hier seid und die zweite Hälfte dieser Tagung und euch anguckt. Es soll ein bisschen mehr um den Jugendmedienschutz und im Speziellen mit True Crime gehen. Und du hast, Claudia, schon eine Menge dazu geforscht, beziehungsweise seid gerade dabei, das alles zu erforschen. Genau, wir haben ja gesehen, gerade ein sehr breites Feld, dieses Genre True Crime. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, das beschäftigt uns in den Prüfungen, die Prüferinnen und Prüfer. Es geht darum, die Inhalte zu bewerten und natürlich auch darum, ein bisschen zu verstehen, was da passiert, zu überlegen, was passiert bei Kindern und Jugendlichen, die sich das anschauen und nicht nur einfach eine 12 oder eine 16 drauf zu kleben. Wir wollten ein bisschen mehr darüber wissen, weil wir schon den Eindruck hatten, dass sich das Genre ausdifferenziert und dass wir mit so herkömmlichen Kategorien nicht unbedingt zu guten Ergebnissen kommen und haben auf verschiedenen Ebenen hier versucht, das Feld zu begehen sozusagen. Zum einen haben wir eine Genreanalyse in Auftrag gegeben und sind sehr glücklich, dass Professor Jürgen Grimm sich bereit erklärt hat, diese Genreanalyse durchzuführen. Es geht uns darum, ein bisschen zu verstehen, was für Narrative hier eine Rolle spielen, welche dramaturgischen Module man ausmachen kann und auch welche formalen Gestaltungsweisen vielleicht dazu führen, dass die Botschaft in die eine oder in die andere Richtung kippt und entsprechend auch die Wirkung beeinflusst.
Die zweite Ebene ist die, dass wir uns überlegt haben, wir möchten uns gerne den Blick von außen holen, eine Expertise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die nicht direkt mit unseren Prüfungen zu tun haben, aber uns hier vielleicht bereichern können, dieses Kriteriengerüst, was der Grimm entwickelt, also vielleicht ergänzen können. Und da haben wir Christine Linke mit ins Boot geholt, die Professorin ist an der Hochschule in Wismar und die Studie im Auftrag der Malisa-Stiftung durchgeführt hat zur geschlechtsspezifischen Gewalt. Sie kann heute krankheitsbedingt leider nicht hier sein, aber wir werden ja Karin Heiseke von der Malisa hören. Das heißt also, wir wollen ein bisschen mehr erfahren, wie diese Geschlechtsspezifik vielleicht uns auch beeinflusst in unserer Arbeit. Mhm. Die dritte Ebene ist, Kinder und Jugendliche selbst zu fragen. Wir fragen uns ja seit langem, wie kann Partizipation im Jugendmedienschutz aussehen? Und aus naheliegenden Gründen ist es nicht möglich, Kinder und Jugendliche in den Prüfungen zu beteiligen. Aber hier haben wir gemeinsam mit dem JFF in München, das wird der Achim Lauber nachher darstellen, eine medienpädagogische Begleitforschung aufgesetzt, was ich sehr spannend finde und auch vielleicht ein Weg in die Zukunft, wie es gelingen kann, Kinder und Jugendliche mit ins Boot zu holen und ihre Perspektive einzufangen. Und last but not least, das ist etwas, mit dem wir nicht direkt zu tun haben, aber es hat sich als glückliche Fügung ergeben, dass unsere jetzige Kollegin, damals war sie noch Studierende, Eva Lütticke, ihre Abschlussarbeit geschrieben hat, auch zum Thema True Crime und hier Prüferinnen und Prüfer interviewt hat von der FSF, um ein bisschen rauszufinden, wie deren subjektive Wirkungsvermutung ist und wie das eventuell auch ihre Sicht auf das Genre beeinflusst. Also ein sehr komplexer Prozess, den wir da begonnen haben. Und du sagst ja schon Prozess, also ihr seid noch nicht ganz fertig, ne? Wo steht ihr da? Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich denke, Jürgen Grimm kann dazu mehr sagen. Ich glaube, dass wir im ersten Quartal 23 da schon weiter sind. Wir haben jetzt diese ganzen Fäden losgejagt. Das JFF ist schon sehr weit. Da werden wir die Ergebnisse ganz zu Beginn des nächsten Jahres, glaube ich, auswerten. Aber zeitnah werden wir, glaube ich, ein paar spannende Informationen da rausziehen können. Vielen Dank. Gerne. Bis später. Ich setze mich mal hin. Oh ja, das ist der Ohrring, der so klappert. Tut mir leid. Wir haben gerade schon gehört von Claudia Mekert, es geht jetzt um das Kriteriengerüst Krimikompetenz, was Professor Jürgen Grimm von der Uni Wien Medienwissenschaften quasi dabei ist zu erstellen und auch schon erstellt hat. Und deswegen würde ich mich jetzt freuen, wenn ich mit ihm sprechen könnte und freue mich auf eine Schalte zu Professor Jürgen Grimm. So, da ist er. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Hören Sie mich? Ja, doch, ich höre Sie. Ich hoffe, Sie hören mich auch. Wir hören Sie sehr gut. Sie sind, glaube ich, auch ganz groß hinter mir. Genau, huch. Ja, ja, prima. Freut mich, dass das klappt. Genau, wir haben gerade schon eine kleine Einführung bekommen. Sie beschäftigen sich mit der Krimikompetenz und haben ein Kriteriengerüst erstellt. Vielleicht sagen Sie uns mal ein bisschen was dazu. Vielleicht erst mal zum Thema Krimi. Was ist überhaupt ein Krimi-Narrativ? Also wir müssen auf jeden Fall unterscheiden zwischen der Inhaltsebene, also was zur Darstellung kommt und was dann vor allen Dingen durch bestimmte Kontexte dramatisiert wird. Wir sprechen von dramaturgischen Modulen, die sich zu einem gesamten Krimischema zusammensetzen und der Frage, wie Rezipienten dieses Schema sozusagen entschlüsseln können. Und das ist natürlich im Hinblick auf Kinder und Jugendliche zu hinterfragen und keine am grünen Tisch entscheidbare Frage, sondern dazu müssen eben entsprechende Untersuchungen mit Hilfe des Krimi-Kompetenztests gemacht werden. Die Module selber sind im Grunde uralt, also weit vor dem 19. Jahrhundert sind bereits Schemata, Krimi-Schemata in erzählerische Form gepackt worden. Also die Märchen sind voll von solchen Versatzstücken, wo Verbrechen vorkommen und meistens dann auch der Verbrecher bestraft wird. Im 30-jährigen Krieg gab es dann nochmal einen richtigen Schub an Schauergeschichten und solchen, die dann auch mit kriminellen Gewalttaten verbunden sind. Und im 19. Jahrhundert hat dann sozusagen die literarische Professionalisierung eingesetzt. Also Edgar Allan Poe gilt da in dem Zusammenhang als einer der Ersten, die dann sozusagen das Krimi-Schema, wie wir es heute kennen, kreiert haben. Und das auch in einer sehr spezifischen, angstfokussierenden Weise. Wie, was heißt das? Wie ist das Krimischema seitdem?
Was ja, vielleicht das? Kann man diese erste Folie, die ich vorbereitet habe, mal kurz einblenden. Also das ist etwas, was eigentlich auf Mythen und entsprechenden Legenden basiert. Wir haben also Zeugnisse von diesem Schema aus der Frühzeit, also der literarischen Tradition, und können sagen, dass es eigentlich um ein Schema geht der durchbrochenen Ordnung. Das Wort ist vorhin schon mal gefallen im Kontext der Produktion. Und diese vom Kriminellen oder vom Verbrecher in der Regel entstehende Unordnung wird dann im Verlaufe einer Geschichte bereinigt, sodass am Ende dann tatsächlich so etwas, ich sage es mal vorsichtig mit Anführungszeichen, ein Happy End entsteht. Dazwischen gibt es natürlich dann die ganze Suche nach dem Verbrecher und das, was dann auch tatsächlich die Spannung, die Rätselspannung ausmacht. Wer ist es gewesen? Who done it? Das ist eigentlich der Klassiker in dem Zusammenhang. Aber auch, wie geht es weiter mit den Menschen, die an diesem Verbrechen partizipiert haben? Und wenn am Ende der Detektiv oder der Polizist in der Lage war, den Verbrecher zu demaskieren und zu unschädlich zu machen, in der Regel zu verhaften oder sogar zu töten, aber da müssen wir natürlich die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Gewaltmittel des Staates beachten, dann ist der Krimi-Rezipient befriedet in gewissermaßen. Und es ist ja schon mehrfach gesagt worden, dass Krimis eigentlich im Moment, nicht nur im Moment, sondern eigentlich seit sehr langer Zeit, aber im Moment ganz besonders, im Grunde allgegenwärtig sind. Also wenn wir die Fernsehzeitschrift aufschlagen, sofern wir überhaupt noch eine benutzen und das nicht elektronisch tun, dann werden Sie in der Unterhaltung ungefähr 60-70% Krimis finden. Die Frage ist, woher kommt das Bedürfnis, dass man also sozusagen diese wiederhergestellte Ordnung offenbar nicht ganz glauben kann und sie immer wieder repetiert? Also das ist eine rituelle, schematische Form, die alt verwurzelt ist und fast schon, möchte ich sagen, biologische Aspekte auch mit beinhaltet, aber vor allen Dingen kognitive Bedingungen mit beinhaltet, die letztendlich dazu dienen, unsere Angst im Zusammenhang mit der Unordnung in irgendeiner Weise bewältigen zu können. Weil wir sind ja als soziale Wesen darauf angewiesen, mit anderen Menschen zusammenzuleben und haben aber die Realität zu gewärtigen, dass es immer wieder Menschen gibt, die uns entsprechend negativ begegnen und dann entsprechende Gewalttaten verüben. Mhm. Und das muss dann sozusagen, um das Sozialvertrauen auch wiederherzustellen, bereinigt werden. Vielleicht mögen wir das auch so gerne. Ich meine, wir haben uns ja alle darauf geeinigt, es gibt schon mehr Krimis, als es Gewalttaten wahrscheinlich in Wirklichkeit gibt. Also zumindest was die Mord- und Serienmörder und so betrifft. Wahrscheinlich wollen wir auch einfach immer wieder versichert werden, dass wir es überstehen. Aber dazu später. Die Krimikompetenz ist jetzt das Stichwort, was Sie auch noch in Ihrer Forschung analysiert haben, soweit ich das weiß, oder? Genau. Mhm. Also es ist dann im Grunde, wenn man davon ausgeht, jedem mitgegeben, dieses Grundschema verinnerlicht zu haben. Mhm. Aber jetzt gibt es natürlich in der Realität der massenmedialen Darbietung Abweichungen. Und die Frage ist, wie das vom Rezipienten verarbeitet wird. Wir haben zum Beispiel Filmexperimente gemacht, bei denen dann die Auflösung weggelassen wurde. Mhm. Ja, also wo der Verbrecher eben gerade nicht entsprechend bestraft und unschädlich gemacht wurde. Der Effekt war komplett anders wie dann, wenn eben die angesprochene Standarddramaturgie greift, die belegbar zu einer Befriedung und auch Angstmäßigung führt. In dem Fall waren die Menschen im Grunde ja animiert, sowas wie Selbstjustiz zu betreiben, weil sie ja mit einem ungelösten, offenen Problem der sozialen Unordnung weiterhin konfrontiert waren. Und die Krimi-Kompetenz besteht nun darin, entweder durch selbstständige Schlussfolgerungen dieses Krimi-Schema zu vervollständigen, wenn es eben sozusagen elliptisch dargestellt wurde, also wenn etwas fehlt, wie zum Beispiel diese Auflösung. Und sie betrifft natürlich auch das rituelle Ganze, will ich mal sagen, das durch allerlei Nebenerzählstränge auch unterminiert werden kann. Also wenn ich zum Beispiel 80% Täterpsychologie mache, achte ich vielleicht nicht mehr so darauf, who done it und wie kommt es dann zu dieser wiederhergestellten Ordnung, sondern bin ganz damit beschäftigt, diesen Täter zu verstehen.
Okay, das heißt eine Empathieverlagerung im Prinzip auf den Täter und sie muss dann ja auch gewollt sein, oder? Wenn das also ist ein Beispiel, es ist nur ein Beispiel dafür, dass wenn dieses Schema aufgebrochen wird, was wirklich archetypische Qualität hat, dass dann ganz andere Wirkungsprozesse greifen können. Und was wir heute feststellen, ist so eine, ich sag mal, Modularisierung des Krimischemas auf der einen Seite. Also es wird zerhackt in bestimmte Teilelemente und lässt dann sehr viel mehr offene Räume für eigene Ergänzungen. Und damit ist natürlich sehr viel Krimikompetenz gefragt, um das noch in einer, sagen wir mal, angstmäßigenden Weise überhaupt verarbeiten zu können. Und das Zweite ist, dass das Krimischema unterminiert wird durch Genre-Mix, will ich mal sagen. Also was wir feststellen, übrigens auch im Tatort, da haben wir ja vorhin auch ein Beispiel gesehen, ist die Tendenz festzustellen, dass Elemente zum Beispiel aus dem Horrorfilm oder aus dem Film Noir oder aus bestimmten anderen filmischen Traditionen, dem Thriller vor allen Dingen, dazu führen, dass dann eigentlich das Grundgerüst des Krimischemas verblasst, sodass dann ganz andere Spannungsmomente in den Vordergrund rücken. Und Love Stories natürlich. Also es hilft ja auch immer den Ermittlern oder Ermittlerinnen zu shippen, wie das so heißt, irgendwie, dass man ihnen also irgendwelche Beziehungen wünscht. Das passiert ja auch noch oft nebenbei. Also dass dann eine andere Geschichte stattfindet. Jetzt haben Sie in diesem Modell das sehr eindrücklich erklärt mit dem, wir möchten die Wiederherstellung der Ordnung, das Happy End. Das ist im Prinzip ja auch die Unterscheidung zwischen einem Krimi, der in einer Fallstruktur erzählt wird, also sagen wir mal Tatort oder überhaupt, also eine Serie, in der die Ermittler am Anfang und am Ende gleich bleiben und nicht viel, also sich nicht viel ändern. Und das ist ein Fall ist abgeschlossen und der horizontalen Geschichte, die wir alle so lieben in neuen Serien, oder? Also da ist ja genau dann offenes Ende. Wir müssen weiter gucken. Genau, es ist die Zerstückelung des Krimischemas und die Exploitation, also Ausbeutung eigentlich von Einzelelementen dieses Rituals für ganz bestimmte Formen, ja, der Transportation des Zuschauers. Es geht ja heute vor allen Dingen um Einschaltquoten und um Aufmerksamkeit. Und da ist natürlich die Versuchung bei den Machern groß, dass sie Einzelelemente dieses verankerten Archetypus benutzen, um ganz bestimmte Formen der Involvierung und der Beteiligung an der Geschichte durch entsprechende Dramatisierung und andere Mittel verstärken und dadurch dann das Ganze, wie gesagt, aus dem Auge verloren wird und nicht mehr greifen kann, so wie es eigentlich ursprünglich geplant wird. Aber ich will, um die Standarddramaturgie nicht zu positiv dastehen zu lassen, nicht unerwähnt lassen. Man kann auch dieses Grundschema dadurch beschädigen, dass man die Auflösung martialisch macht. Also wenn dann der Held oder der Agent, der Polizist, übermäßige Gewalt anwendet, um den ganz Bösen, ja, Serienmörder zum Beispiel, zur Strecke zu bringen, dann kann die ganze Sache kippen, sodass man am Ende dann nicht mehr die wiederhergestellte Ordnung genießen kann, sondern sich eigentlich vor dieser Staatsmacht fürchtet. Und das wäre dann sozusagen eine fehlgeleitete Form dieser rituellen Form der Auseinandersetzung mit krimineller Gewalt, die zu dem führt, was wir Scary World-Effekt nennen. Sie meinen quasi so ein Showdown, mit wo alle quasi erschossen werden, es bleiben ganz viele Leichen liegen und das ist dann die martialische Auflösung. Ja? Also genau. Ich werde sofort übernehmen, das ist ein schöner Begriff. Das Kriteriengerüst, haben Sie da auch noch irgendeine Folie oder sowas dazu, was Sie uns also... Also was die nächste Folie, die ich vorbereitet habe, betrifft eigentlich eine Grunderfahrung der Rezeptionsforschung im Zusammenhang mit Gewaltdarstellung und Krimis enthalten ja im Zentrum Gewalt. Kann man die nächste Folie jetzt zeigen? Da geht es nämlich um die Opferrezeption. Also es ist ein verbreitetes Missverständnis. Wir haben das in ganz vielen Studien ermittelt, dass Krimis und Gewalttaten primär aus dem Täter aus der Täterperspektive verarbeitet werden. Deswegen dann auch die ganze Debatte. Entschuldigung, verarbeitet. Sie meinen mit verarbeitet meinen Sie rezipiert oder was? Rezipiert. Richtig. Rezipiert werden. Was Sie als viel stärkeres Wirkungsmittel auch gerade aus dem Jugendschutz heraus beachten müssen, ist die Art der Opferzentrierung, wie ich es mal nenne. Also die Darstellungen sind in der Regel opferzentriert, auch im True-Crime-Bereich. Wir haben das mal versucht zu quantifizieren und sind da dann auf ungefähr 3:2 gekommen. Also es gibt mehr opferzentrierte Darstellungen als täterzentrierte. Aber es gibt natürlich auch diesen Switch zum Täter hin. Wenn wir aber jetzt mal bei der Opferrezeption bleiben, es ist nicht damit getan, dass man die Opfer sozusagen empathisierend oder vielleicht auch ganz drastisch in Szene setzt. Wir haben ein Beispiel vorhin gesehen mit der Frau, die vergewaltigt wurde und dann auch zu Tode kam.
wo dann also im Grunde ein Femizid vor laufender Kamera stattfand, weil dadurch natürlich verschiedene Formen der Verarbeitung in Gang gesetzt werden. Also stellen Sie sich Frauen vor, die schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Die könnten dann auf diesem Angstpfad bleiben, der oben skizziert ist, und dann im Grunde als Konsequenz haben, sie leben in einer Welt voller Verbrecher, jetzt muss ich konkreter werden, voll toxischer Männer, so könnte man das heute auch sagen, die im Grunde etwas darstellen, was letztendlich das Weltbild mitprägt. Und dann haben sie natürlich die Möglichkeit, sich da entsprechend zu schützen. Sie machen dann zum Beispiel eine einen Selbstverteidigungskurs oder sie verkriechen sich. Ja? Also viele bleiben dann zu Hause, die dann dieses Carrie-World-Effekte an sich wahrnehmen und wollen dann im Grunde mit dieser Welt nicht mehr konfrontiert werden. Das Ganze hat auch eine moralische Seite, also es ist schon angesprochen worden, also wenn man sehr drastisch die Opfer darstellt, besteht die Gefahr, dass man im Grunde sowas wie ein Misanthropie-Effekt erleidet. Also nach dem Motto, nicht nur die Männer, sondern die Menschen überhaupt sind so schlecht, dass ich eigentlich in meinem sozialen Grundmisstrauen erschüttert bin. Und das kann natürlich meine Moralität und meine Sozialfähigkeit beschädigen. Also dieser Angstpfad ist selber sehr ambivalent und sehr schwierig im Einzelfall zu beurteilen. Ich würde sagen, überwiegend sollte man darauf eher kritisch blicken. Die zweite Möglichkeit ist, die ist allerdings eindeutig sozial schädlich, dass man auf diese Opferdarstellung mit einer Wut auf Täter reagiert. Das nennen wir Robespierre-Effekt. Also Robespierre war ja vor der Französischen Revolution einer der Underdogs, zwar verarmter Landadel, aber er hat nicht zur Oberschicht, zur Regierenden gehört und ist dann durch die Revolution quasi zum Regierungschef aufgestiegen. Und wie man aus den Geschichtsbüchern weiß, hat dann dort also eine Unzahl von Todesurteilen gegen die ehemaligen Herrschenden vergeben. Das ist der Grundmechanismus. Man empört sich über erlittenes Unrecht und will dann sozusagen Täter ein für alle Mal unschädlich machen. Passiert das auch bei Frauen? Bei Frauen, das hat man auch bei Frauen. Rezipientinnen, die werden dann auch Moral, Rache, Aggressionssteigerung, Gewaltkettenbildung? Ganz besonders, wenn es um Kinder geht. Ja. Weil das ist natürlich auch ein, möchte ich fast sagen, biologisch verankerter Archetypus, dass wir den Kindern gegenüber einen Schutz Anspruch haben, und wenn der in Frage gestellt wird, durch wen auch immer, werden wir ganz schön wild unter Umständen. Also ich kann das bei meinen 6 Rotschwanzittichen beobachten, die jetzt ganz eifrig am Eierlegen sind, und einer ist geschlüpft, und in der Zeit, als dann sie sozusagen blutig waren, waren die Finger immer blutig. Ja. Wir wissen jetzt ja von Konrad Lorenz schon, dass man nicht das Gänsekind Martina mit uns vergleichen kann. Ganz genau. Naja gut, aber es gibt viel mehr Ähnlichkeiten, als wir vermuten. Also, ich sag aber da müssten ja marodierende, da müssten ja, also es gibt ja jetzt neuerdings auch tatsächlich Rachefilme, also diese klassischen Rage-Revenge-Movies, das gab ja auch in letzter Zeit eine ganze Menge, sowas wie Promising Young Woman, wo die Frau dann wirklich sogar tödlich Opfer wird, aber auch eine Rache ausübt. Ist das denn, also ich frage nochmal nach, weil mich das wirklich interessiert, ist das wirklich nicht geschlechtsspezifisch, dieser Robespierre-Effekt, der betrifft wirklich weibliche und männliche RezipientInnen gleichermaßen? Sind Sie da sicher? In der Intensität auf jeden Fall. In den Anlässen ist es teilweise variierend. Also worüber ich mich empöre, kann schon abweichen. Also wenn wir zum Beispiel den Linksterrorismus aus den 70er Jahren nehmen, dann ist das ein gutes Beispiel, wo sich Männer und Frauen gemeinsam so über den Vietnamkrieg empören konnten, dass sie dann eben in der RAF gelandet sind. Also das wäre jetzt sozusagen die Rache in konkreter politischer Form, in dem Falle mit der Bereitschaft zur Gewaltanwendung. Und da gab es diesen Unterschied nicht. Aber es gibt auch Beispiele, bei denen also eher Männer mit diesem Robespierre-Effekt reagieren und andere. Das Beispiel der Kinder ist, glaube ich, auch eher geschlechtsunspezifisch, weil Männer natürlich ihre Wut auch schützen wollen, aber natürlich nicht in der Intensität, wie das Frauen tun. Und das Dritte, die tragische Katharsis? Ja, das ist eigentlich unser Lieblingspfad. Also das ist das, was ich eigentlich empfehle im Zusammenhang mit dem Krimischema. Wenn es gelingt, die Opferdarstellung so zu präsentieren, dass das tragische Moment in den Vordergrund rückt, das haben wir empirisch untersucht, dann identifiziert man sich mit dem Opfer in einer anderen Weise als in dem Fall 1 und 3.
weil man sozusagen sich selber auch als potenzielles Opfer sieht und daraus dann, ich sag mal, so etwas wie weltüberlegene Gelassenheit ableitet. Also nach dem Motto, wenn jeder jetzt auf eine Opferdarstellung entsprechend aggressiv reagieren würde, würde alles Soziale im Grunde unmöglich werden. Wir bleiben ruhig. Also man könnte das auch vergleichen mit einem kathartischen Effekt. Der Buddhismus kennt auch solche Techniken in der Meditation, bei denen dann diese Konfrontation mit dem Opfer eben nicht aggressiv und auch nicht paranoid oder ängstigend verarbeitet wird, sondern in gewisser Weise zu einer Art weltüberlegener Gelassenheit führt. Und das gelingt. Mitunter ist aber meines Erachtens ein unausgeschöpftes dramaturgisches Modul. Haben Sie ein Beispiel dafür? Gibt es Beispielfilme oder so, also wo das klappt? Also am liebsten für alle drei würde ich jetzt ja gerne ein Beispiel wissen, um zu verstehen. Ja. Fangen wir mal mit dem Tragik-Effekt an. Also wir haben jahrelang jetzt untersucht in verschiedenen Ländern die Wirkung von Holocaust-Darstellungen. Extreme Gewaltdarstellungen, also vor allen Dingen die Opfer im Mittelpunkt, Leichenberge, alles, was dazugehört, haben das aber so kontextuiert, dass das tragische Moment im Vordergrund stand. In Deutschland, in Österreich, in der Türkei, in der Ukraine, in Russland und sogar in Vietnam war der Effekt der Vorführung eine Zunahme von Humanität. Also da hat dieser Tragikeffekt dann dazu geführt, dass man weder imitieren wollte, noch sich empört hat, noch im Grunde jetzt sagt, bei denen fürchten wir uns und gehen gar nicht mehr raus und igeln uns ein oder verkriechen uns in einer misanthropischen Nische der Verachtung von Menschen, sondern hier hat das zu einer Öffnung geführt und zu einer empathischen Teilnahme. Das wäre jetzt ein super Beispiel für den Tragikeffekt. Es gibt aber natürlich auch Beispiele für den Robespierre-Effekt. Aber das ganz kurz nochmal zu dem Holocaust-Beispiel. Ah. Das ist ja auch damit zusammenhängt, dass das eben eine Sache aus der Vergangenheit ist. Also geht man damit nicht anders um, als wenn ich jetzt einen aktuellen, keine Ahnung, wenn ich einen Krimi nehme, den ich mir ausgedacht habe, der aktuell spielt? Also sicher ist bei einer historischen Darstellung eine gewisse Distanzierungsmöglichkeit gegeben, weil man sagt, das ist vorbei. Aber was wir feststellen ist, die Bilder sind so wirkungsmächtig und so empathisch gegenwärtig im Körper der Rezipienten, dass die meisten es nicht schaffen, das sozusagen ganz vom Hals zu halten. Im Gegenteil, also wir haben gerade unter deutschen und österreichischen Rezipienten ermittelt, dass dann eher so eine Art Distanzierung im Sinne des Misanthropie-Effekts stattfindet. Also unsere Vorfahren waren beteiligt an diesem Großverbrechen. Sagen wir mal lieber, es sind nicht die Deutschen als solche, sondern die Menschheit als Ganzes. Das ist eine fehlgeleitete Form der Opferrezeption, genauso wie der Robespierre-Effekt aus meiner Sicht. Und die kathartische Wirkung hat da nur partiell eingesetzt. Die gab es allerdings auch. Also es war auch in Deutschland und Österreich so, dass der Humanisierungseffekt am stärksten war. Für den Angstpfad gibt es Beispiele, bei denen dann einfach durch die Wiederholung immer gleicher Bedrohungsszenarien einfach dieses Angstmoment perpetuiert wird. Also man wiederholt die gleiche Bedrohung immer wieder. Also das hat man zum Beispiel im Zusammenhang mit Krimis und verschiedenen Zielgruppen dann untersucht und hat festgestellt, wenn das Opfer immer ein Schwarzer war, also ein farbiger Mensch, dann haben farbige Menschen darauf stärker mit Angst reagiert und haben dann auch das entsprechend in ihr Weltbild übernommen, als dies bei Nicht-Schwarzen der Fall gewesen ist. Also das wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass es gewissermaßen linear analog direkt vom Film, also von der Situationsschilderung im Film, in die Köpfe der Rezipienten geht. In der Regel haben wir aber Verarbeitungsschritte, die sehr elaborativ sind und im Grunde das Ganze weiterentwickeln. Haben Sie da auch Gender-Aspekte mit einbezogen? Also meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, Opfer sind meistens Frauen, Täter sind meistens männlich. Also müssten wir Frauen uns ja alle permanent eigentlich ängstigen? Also alle Untersuchungen zeigen, dass das Angstlevel oder die Angstfähigkeit der Frauen höher ist als die der Männer. Das hat mit Sicherheit historische und biologische Gründe. Es ist allerdings so, wenn es jetzt zum Beispiel um den Robespierre-Effekt geht, haben wir in experimentellen Untersuchungen ermittelt, indem wir dann am Ende das Opfer, war es entweder weiblich oder männlich, ja, und da hat tatsächlich eine Differenzierung der Gender-Effekte stattgefunden. Also wenn das Opfer am Ende
weiblich war und unaufgelöst blieb, das wäre ja die Steilvorlage für den Robespierre-Affekt, dann haben entsprechend die Frauen entsprechend mit Aggression reagiert. Wenn das Opfer am Ende männlich war, haben die Männer entsprechend reagiert. Ja? Also das ist im Grunde symmetrisch und zeigt gewissermaßen in der Differenz der Geschlechter, dass die Grundähnlichkeit zwischen dem Rezipienten und dem Opfer hier natürlich ein verstärkendes Moment darstellt und unter Umständen dann den Robespierre-Effekt auch differenziert. Ja, also das ist dann eben unterschiedlich für Männer und Frauen, je nachdem, auf welcher Seite sie stehen. Ein Grund mehr für gemischte Teams auf jeder Ebene. Ne? Würde ich auf jeden Fall befürworten. Also wir haben ja mittlerweile in allen Krimis einen hohen Frauenanteil, kein Vergleich mehr. Ich habe mal eine Krimi-Studie gemacht in den 80er Jahren, da war das ungefähr 1:6, also überhaupt das Personal, was in Krimis vorkam. Also auf 6 Männer kam eine Frau und das ist eben heute nicht mehr der Fall. Das betrifft die Rolle der Ermittler. Da hat es natürlich zuerst eingesetzt, diese Emanzipation, ist aber mittlerweile weitergegangen. Also man hat natürlich jetzt auch verstärkt Opferdarstellungen, die mit Femiziden zu tun haben, die im Übrigen, das möchte ich an der Stelle erwähnen, nicht die statistische Realität widerspiegeln. Es gibt nach der offiziellen Kriminalstatistik heute immer noch ein Opferverhältnis bei Mord von Mann und Frau 2:1. Und zwar nicht zugunsten der Männer, sondern zu Ungunsten der Männer. Also es werden ja Männer umgebracht. Aber aus anderen Gründen. Der Unterschied ist ja, dass diese Gründe bei dem Mord an Männern anders ist, eben nicht, weil sie Männer sind. Absolut. Und vor allen Dingen werden sie nicht von Frauen umgebracht, sondern auch von Männern. Also im Grunde haben wir hier die Situation, dass eigentlich die Gewalttäter überwiegend männlich sind. Und das ist wirklich so im Bereich von 80-90%. Mhm. Dass aber auf der Opferseite das sehr stark abhängig ist von Kontexten. Also im kriminellen Milieu werden normalerweise Kämpfe ausgetragen unter Männern. Ja, und dann kommt auch die entsprechend hohe Opferzahl zustande, die im Übrigen aber zu sinken beginnt. Also vor 20 Jahren etwa war der Anteil der Männer an den Mordopfern noch wesentlich höher als heute. Also insofern ist dann die These von der wachsenden Bedeutung der Femizide auch berechtigt. Haben Sie vielleicht noch, also wir wollen ja dann auch demnächst irgendwann bei dieser Tagung auf Best Practice kommen. Also können Sie aus Ihrer Perspektive irgendwie sagen, wie man jetzt, also am besten wäre es ja, möglichst viele Krimis zu senden oder Verbrechenserzählungen, die tragische Katharsis als Effekt, als Opferrezeption haben, oder? Ist das so ein Tipp? Die ist natürlich schwer zu erreichen, weil sie eigentlich dem Krimischema widerspricht, weil die Auflösung natürlich nicht die tragische Auflösung ist, sondern im Grunde der siegreiche Kampf gegen das Böse darstellt. Und das ist ja das, was sozusagen mit der Standarddramaturgie geleistet wird. Aber in Einzelfällen wird das auch in Krimis praktiziert, dass dann die Opfer im Grunde nicht mehr alleine und kontrastierend den Tätern gegenübergestellt werden, sondern die Täter selber auch als Opfer erscheinen und eine Vermischung stattfindet, die eigentlich dann auch zu einer Differenzierung einladen. Also, und das ist dann der Moment, wo die Katharsis und wo der Tragikeffekt natürlich günstige Bedingungen findet. Sie haben, glaube ich, auch noch eine Folie, oder? Wir haben noch eine Folie. Die dritte, das ist ein erweitertes Opferrezeptionsmodell, das nicht erschrecken, aber es enthält praktisch dasselbe, was auf der Folie davor war. Es kommen aber jetzt noch Elemente dazu, auf die man auch bei der Filmanalyse achten kann. Also zum Beispiel haben wir hier, ich muss es gerade mal für mich auch sichtbar machen, damit ich das ein bisschen sozusagen sehen kann. Weil ich das auf dem... Ich kann Ihnen das vorlesen, was Sie da geschrieben haben. Naja, doch bin ich nicht dement. Also, nein, das meinte ich auch nicht. Nein, ich hab die Folie jetzt auch für mich sichtbar gemacht. Also ich lasse jetzt mal diese drei Hauptpfade aus, Angst, Depression, Tragik, Katharsis und Robespierre-Effekt und gehe nur auf die drei anderen ein, die noch hinzugekommen sind. Also Moralakkumulation. Was ist das zum Beispiel bei der Opferrezeption? Moralakkumulation ist etwas, was betrieben wird, um ganz bestimmte Opfergruppen entsprechend
zu fokussieren, die dann aber letztendlich zu einer Dämonisierung oder zu einer Feindbildkonstruktion genutzt werden. Das haben wir in der Kriegsberichterstattung ganz oft, aber das kommt auch mitunter im Krimi vor, wenn eben eine entsprechende Dämonisierung des Verbrechers stattfindet. Wenn das immer wieder in ähnlicher Weise geschieht, also wir haben jetzt die Femizide angesprochen, dann führt das dazu, dass man gewissermaßen, ich sage jetzt mal überspitzt und vereinfacht ausgedrückt, die Frauen immer auf der Seite der Guten sieht und die Männer auf der Seite der Bösen. Und diese Form der Moralakkumulation ist für unser soziales Zusammenleben aus meiner Sicht jedenfalls nicht hilfreich. Also da wäre die Differenzierung auf jeden Fall notwendig. Und diese Moralakkumulation hat viele Anwendungsfelder auch im Trugkrimi-Bereich. Eine zweite Sache, die auch vorkam vorhin in den Beispielen, ist die Täterscham. Also wenn ich den Täter gewissermaßen mit dem Opfer und seinem Verbrechen konfrontiere, dann kann das einen moralischen Konflikt auslösen, der dann zu Scham und Reue führt, im günstigen Fall. Das ist die Basis zum Beispiel für Opfer-Täter-Ausgleichsstrategien, die man verwendet, die man natürlich aber auch filmästhetisch einsetzen kann, wenn man sie denn will. Und das Dritte ist die Opfer-Täter-Identifikation, indem man nämlich denjenigen, der sich gewissermaßen für uns opfert, im Kampf gegen das Böse heroisiert. Mhm. Also das Beispiel wäre in dem Falle das, was im Krieg dann leicht passiert, wie es also in Deutschland zum Beispiel beim Ersten Weltkrieg der Fall war, wo die jungen Männer dann mehr oder weniger begeistert ins Feld marschiert sind. Aber die Begeisterung ist ziemlich schnell verblichen und die Konfrontation dann von Opfer und Täter und die Identifikation damit hat dann kurzzeitig eine Heldenverehrung ausgelöst, aber langfristig natürlich das Ganze unterminiert. Bei dem Täterscham noch mal kurz eingehakt, das geht ja vielleicht noch ein bisschen zu weit, aber es interessiert mich auch, man muss ja dann auch immer genau überlegen, wie wird jetzt so ein Täter überhaupt gezeichnet? Ist es ein Psychopath, der bestimmt keine Scham empfindet oder sowas? Ist das jemand, der aus dem Affekt handelt? Also das spielt ja vermutlich auch eine Rolle für diese ganzen Modelle, ne? Also was geht überhaupt mit dem Täter sozusagen? Okay, also gerade bei Täterscham und auch bei Heldenverehrung, die allesamt auf Opferrezeptionen basieren, auf spezifischen, ist der Wirkungspfad dann eigentlich Richtung Täter orientiert. Und man muss dann im Einzelfall durch Kontextuierung, also die geschieht entweder im Film und oder durch eine entsprechende Rahmung in der Rezeptionssituation, die muss man stärken, damit das auch in diese Richtung läuft, weil man hat immer die Möglichkeit, auch auf andere Pfade abzuweichen. Also was hier gezeigt wird, sind idealtypische Formen der Verarbeitung, die auch Kreativen zum Beispiel Anregungen geben können, wie sie mit bestimmten Formen der Täterdarstellung umgehen können, welche Probleme sie beachten müssen, wenn es um Opferdarstellungen geht. Da geht es eben nicht nur um die Blutszene, sondern um den Kontext. Ist das also etwas, was dann zur Moralakkumulation führt zum Beispiel? Ist das etwas, was Feindbilder befördert? Das sind alles Effekte, die eigentlich dann bei dieser Beurteilung mit zu Buche schlagen müssten. Und ich hoffe, dass das Modell dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, die Opferrezeption differenziert zu sehen. Weil wir sind in der Tendenz geneigt zu sagen, lieber die Opfer darstellen als die Täter. Das ist auch ein Diskurs, den wir jahrzehntelang geführt haben, auch im Zusammenhang mit Kriminalität in der Gesellschaft generell. Und das reicht nicht. Also wir müssen auch fragen, wie wir diese Opferfokussierung ästhetisch gestalten. Ja, genau. Fällt mir auch wieder ein Beispiel ein aus dem Serienbereich The Fall, wo eine Ermittlerin einen Serienmörder verfolgt und es hat so einen 50-50%-Effekt in dieser Serie. Also der Täter kriegt fast so viel Screentime wie die Ermittlerin und trotzdem würde ich dieser Serie zum Beispiel als jemand, der Gutachten da erstellt, überhaupt nie vorwerfen, dass sich das zu sehr auf den Täter konzentriert, sondern das ist sehr interessant und erzählt, bringt mich eher noch allen Figuren, auch den Opfern näher. Gut. Dann noch vielleicht als Letztes, also wenn Sie uns jetzt nochmal so als, wir wollen ja da weiterkommen, also wenn Sie jetzt uns, also dem Jugendschutz, aber auch den Menschen, die Filme machen, einen Tipp geben, also wie machen wir es am besten? Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage für eine kurze Antwort, aber also welches Gerüst oder welches Krimi-Schema ist am besten geeignet, um die Welt zu verbessern?
Also ich fasse es mal in zwei Faustregeln zusammen. Ja, wunderbar. Erstmal an die Wirkungsmacht der Standarddramaturgie glauben, weil die ist sozusagen mehr oder weniger fest verankert in nicht unseren Genen, aber in archetypischen Konstrukten, kognitiven Schemata und dort das entsprechend so gestalten, dass dann am Ende tatsächlich dieser pacifying Effekt auf Happy Ending, also die befriedende Wirkung der Aufdeckung und der Verbrechensbekämpfung der Erfolgreichen stattfinden kann. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt ja empirisch immer mehr feststellen, dass opferzentrierte Szenen im Vordergrund stehen, dass wir darauf achten, dass es nicht alleine, dass es nicht immer gut ist, ja, wenn sozusagen Opfer gezeigt werden, sondern und dass es auch nicht alleine auf den Blutzoll ankommt, sondern auf den Kontext. Das ist eigentlich die Quintessenz bei der Gründung der FSF gewesen, wo ich ja auch mit beteiligt war. Also ohne kontextabhängige Analyse kann es nur zu Fehlurteilen über Filminhalte kommen. Mhm. Gut, dann danke ich Ihnen schon mal bis dahin. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Jürgen Grimm. So, danke schön. Und dann komme ich zu unserem nächsten Gast, weil wir wollen ja jetzt auch noch das Thema geschlechtsspezifische Wirkungsaspekte ein bisschen vertiefen. Und wir haben es vorhin schon angekündigt, Karin Heiseke ist glücklicherweise und netterweise in der Lage, uns hier bei uns jetzt zu Frage und Antwort zu stehen. Sie ist Leiterin der Malisa-Stiftung und genau, also erstmal herzlich willkommen. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ich sehe dich auf dem Bildschirm. Hallo Jenny. Hallo. Ich dachte, hast du gerade schon zugehört? Also hast du gerade schon, genau, das ist gut, dann können wir nämlich darauf auch ein bisschen Bezug nehmen. Aber erstmal vielleicht noch mal kurz zu der Studie, die die Malisa-Stiftung 2021 erstellt hat, diese Medieninhaltsanalyse Darstellung geschlechtsspezifischer Gewalt im deutschen Fernsehen. Also in möglichst kurzer Form vielleicht noch mal zusammengefasst. Was war das für eine Studie? Ja, das war eine Studie. Also wir sind da auf die Professorin Doktorin Christine Linke zugegangen von der Hochschule Wismar mit der Fragestellung, weil wir uns, es hat uns so ein bisschen umgetrieben, ne, wie geschlechtsspezifische Gewalt im Fernsehen dargestellt wird, weil es ja halt in unserer Gesellschaft ein riesiges Problem ist. Und wir wollten das mal abgleichen, was kriegen wir denn im Fernsehen vermittelt dazu. Und da gab es eine Kooperation zwischen der Hochschule Wismar und der Uni Rostock und deshalb konnte Christine Linke das Sample verwenden, das auch von der großen, ich nenne sie mal die große Studie, von der großen repräsentativen Studie zur audiovisuellen Diversität im deutschen Fernsehen 2020 schon genutzt wurde. Also wir hatten da ein Sample, wo zwei künstliche Wochen aus dem deutschen Fernsehprogramm im Jahr 2020 mit einer Stichprobe von aus den Programmen der großen 8 TV-Sender. Und da haben die Forscherinnen die Pre-Primetime und Primetime analysiert, daraufhin ob und wenn ja, wie geschlechtsspezifische Gewalt vorkam. Und die Ergebnisse, also es war das ganze Programm. Es waren halt also Informationen, Fiktion, Unterhaltung, alles zusammen. Und insgesamt kam geschlechtsspezifische Gewalt in rund einem Drittel aller Sendungen vor. Und häufig handelte es sich dabei um explizite und schwere Gewalt gegen Frauen vor allem und gegen Kinder. Und es kam also in all verschiedenen Programmsparten vor, also Fiktion, Information, Unterhaltung und auch in allen möglichen Genres, also Krimi, logisch, aber auch Spielfilm, Animation, in den Nachrichten kam es vor im Boulevard, in den Doku-Soaps, aber auch in Kinder- und Familienfilmen, was uns auch überrascht hat. Und am häufigsten, also der größte Anteil war in den fiktionalen Programmen und darin am häufigsten in Krimiserien, was natürlich nicht überraschend ist, ne, und in Spielfilmen. Und was ich ganz spannend fand, eines der Ergebnisse war, und das fand ich spannend, weil Professor Grimm eben meinte, dass es häufig eine opferzentrierte Erzählweise gibt. Und da in dem Kontext fände ich es total spannend, mal zu vergleichen, wie das definiert ist, opferzentrierte Erzählweise, weil in der Analyse der Forscherin für diese Studie kam raus, dass nur in 8% aller Fälle die Opferperspektive deutlich im Zentrum steht. Also zum Beispiel kamen die Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt nur in 8% aller Fälle selbst zu Wort. Da müsst ihr eure Studienkriterien vielleicht mal vergleichen, so dass, ja, also von Wissenschaftlerin zu Wissenschaftlerin. Was opferzentriert in dem Fall bedeutet, aber das fand ich vorhin sehr spannend.
Und dann auch, was auch Professor Grimm vorhin schon angesprochen hat, also das Verhältnis zwischen den Gewaltformen in der Realität und im Fernsehen, dass es da ein verzerrtes Bild gibt. Also so sind zum Beispiel Morde deutlich höher als zum Beispiel Körperverletzungen. Also die Körperverletzung kommt deutlich seltener vor, als es in der Realität vorkommt, und Morde oder Tötungen deutlich häufiger. Und was auch interessant war, also es gab auch es gab in Fällen auch eine Sexualisierung und sehr stereotype Darstellung von geschlechtsspezifischer Gewalt, zum Beispiel auch im Genre True Crime. Sag mal ein Beispiel dafür, für so eine stereotype Darstellung. Also ja, wenn beispielsweise dann eine getötete Frau halt in mit sehr wenig Bekleidung irgendwo gezeigt wird, oder wenn die Kamera halt über ihren Körper fährt und dann also dem nackten Körper entlang und dann über die Brüste oder den nackten Hintern und so weiter. Also das nur so als Beispiel, was man ja tatsächlich auch häufig kennt, ne, aus Krimis auch. Und, ja, und was auch interessant war, abgesehen von den Sachen, die vorkamen, war auch interessant, was fehlte. Also so war es so, dass in diesem Sample aus dem deutschen Fernsehprogramm gab es halt keine Vorabwarnung zu den Inhalten. Und das ist, es wurde teils halt schwere Gewalt explizit gezeigt. Und wenn man bedenkt, dass in der Realität jede dritte Frau in Deutschland körperliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt hat und dass es ein Risiko gibt, also wenn sie durch die Tat traumatisiert war, dass es dann auch ein Risiko gibt, dass wenn sie plötzlich solchen Darstellungen ausgesetzt ist, ohne Vorwarnung, dass sie dann auch retraumatisiert werden kann, wäre das schon wichtig, dass es da eine Vorabwarnung über die jeweiligen Inhalte gibt. Und das ist auch in anderen Ländern zum Beispiel, ist das auch schon gang und gäbe. Also die BBC hat das in ihren Editorial Guidelines zum Beispiel. Was auch gefehlt hat, sind Hinweise über Beratungs- und Unterstützungsangebote für Betroffene aus demselben Grund. Ne? Also wenn Betroffene das sehen, ist es auch wichtig, dass sie dann auch Unterstützung bekommen, wenn sie mit dem Thema jetzt konfrontiert werden. Das ist auch wiederum bei der BBC zum Beispiel, ist das schon gang und gäbe. Und es ist auch, also inzwischen haben wir es auch schon öfters in Programmen in Deutschland gesehen, zwar noch nicht in Fiktion, aber zumindest in eher so im Bereich Information, Doku und so weiter. Und noch zwei weitere Punkte, die auch zusammenhängen. Also das eine ist so die Beschreibung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen die Gewalt stattfindet. Also das ist halt nicht nur so der Mörder ein Monster ist und eine absolute Ausnahmesituation, sondern insgesamt, dass Gewalt gegen Frauen sehr häufig vorkommt, dass es ein größeres gesellschaftliches und strukturelles Problem ist. Und dass es auch Auswege gibt, dass also Auswege auch aufgezeigt werden, Möglichkeiten der Prävention zum Beispiel. Und auch in dem Kontext, also was das Sample halt gezeigt hat, ist, dass die Einbeziehung der betroffenen Perspektive halt fehlt. Wie gesagt, das wäre halt, also was betroffene Perspektive oder halt opferzentrierte Darstellung, wäre halt interessant, sich das mal anzuschauen, was da Definitionen sind. Wie auch immer sie analysiert diese Opfer oder darstellt diese Opferperspektive, da haben wir darüber gesprochen, das ist ja vielleicht nicht ganz gleich. Aber was ist denn eure Gefahrenvermutung? Also was ist denn das, was kann man aus dieser Studie oder aus diesem ganzen Bereich ableiten, was denn passiert, wenn jetzt diese verzerrten Darstellungen nach wie vor passieren? Also werden da werden ja anscheinend Dinge, die nicht stimmen, wiedergegeben oder also immer wieder dargestellt. Führt das zu einer tatsächlich aktiv höheren Gewalt, also auch in der Realität? Ja, also diesen direkten Bezug, so was man im Fernsehen sieht und dass dann jemand halt losgeht und das im Fernsehen sieht und das dann auch so umsetzt, das ist ja, also da gibt es ja keinerlei Nachweise, dass das der Fall ist. Aber was natürlich der Fall ist, ist, dass diese Bilder unsere Wahrnehmung der Realität prägen. Und das ist, also es geht auch hinaus über die Darstellung jetzt von Mord und dem, also was vorhin angesprochen wurde, auch so dieses Angstempfinden, was damit einhergeht. Das ist ein wichtiger Punkt. Da möchte ich auch gleich noch ein paar Worte zu sagen. Aber ein anderer wichtiger Punkt dabei ist auch, dass wenn, also wie es erzählt wird, wenn beispielsweise erzählt wird, dass wie eine Vergewaltigung stattfindet und wie ein Opfer sich verhält, etc., etc., also auch so die Arten und Weisen,
die häufig so Mythen reproduzieren, also zum Beispiel auch, dass Frauen sich nicht wehren können beispielsweise. Das ist auch so ein Mythos, der halt in den Darstellungen im Fernsehen häufig reproduziert wird und der dann dazu führt, dass Frauen dann womöglich den Eindruck bekommen, also und dann halt mit noch mehr Angst leben. Aber heißt es nicht immer von der Polizei aus, man soll wirklich irgendwie sich nicht wehren, weil, also je nachdem, was für eine Waffe da auf eingerichtet wird, aber. Also ich hoffe, dass die Polizei das heute nicht mehr so pauschal sagt. Das war früher, war das sicher so. Also ich bin auch so aufgewachsen, so ja, werde ich lieber nicht, weil die Realität ist eine andere und das sagen auch Daten, die die Polizei erhoben hat, dass in 80% der Fälle, wo Frauen sich wehren, und es ist, man muss natürlich von Fall zu Fall schauen, also zum Beispiel auch, ob eine Waffe im Spiel ist, da muss man natürlich differenzieren. Aber insgesamt in 80% der Fälle, wo Frauen im öffentlichen Raum angegriffen wurden, war es so, dass wenn sie sich gewehrt haben, also wenn sie sich zum Beispiel laut geschrien haben oder halt sich körperlich gewehrt haben, dass sie damit die Tat beenden konnten. Und das ist etwas, was man ja nie vermuten würde, wenn man sich Krimis anschaut. Auch, sie sind immer alleine oder schreien und es passiert nichts, ja. Ja, oder sie wehren sich erst gar nicht oder es gelingt ihnen halt auch nicht, sich körperlich zu befreien. Und die Realität ist halt durchaus eine andere. Mhm. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Forschungen zu dem Thema, also was die Rezeption jetzt von geschlechtsspezifischer Gewalt ausmacht. Es gibt aber eine interessante Studie, die ich hier nennen mag, die ist schon etwas älter, von Jutta Röser. Da wurden also gemischte Gruppen, also Männer und Frauen zusammen, haben sich Krimiszenen angeschaut und da ging es halt darum, wie sie jeweils darauf reagieren. Und es war halt einmal eine typische Szene, wo, also typisch sage ich in dem Sinne, was halt häufig vorkommt, ein Mann überwältigt und tötet eine Frau. Und da war das so, dass diese Szenen, also bei den Frauen tatsächlich ausgelöst haben, dass sie Angst hatten, also mit so einem Gefühl, das könnte mir auch passieren. Und damit Angst da rausgegangen sind. Bei den Männern war es so, die haben sich nicht mit dem Täter identifiziert. Das ist auch so ein bisschen, was Professor Grimm ja auch vorhin schon sagte, das ist also nicht diese Identifizierung mit dem Täter. Aber die Männer haben auch nicht Empathie mit der Frau gehabt, sondern hatten eher so eine Haltung, ja, was hat die sich denn auch selbst in diese blöde Situation reingebracht? Jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt. Und das ist auch etwas, also was ich finde, was interessant ist, das mitzudenken, wenn diese Bilder immer wieder reproduziert werden. Und ein anderer Teil dieser Untersuchung war, dass derselben Gruppe oder auch einer gemischten Gruppe auch Bilder gezeigt wurden, die weniger typisch waren, eine Situation, eine Szene aus einem Krimi, wo eine Frau sich erfolgreich gewehrt hat. Weil wir das tatsächlich so selten sehen im Krimi. Da war es scheinbar so, dass tatsächlich das auch die Teilnehmenden an der Studie, dass die gesagt haben, ist das hier ein echter Ausschnitt aus einem echten Krimi oder habt ihr den so extra inszenieren lassen für die Studie hier? Weil es halt tatsächlich so selten vorkommt. Und da war der Effekt, dass diese Szene den Frauen sehr gut gefallen hat, weil es halt eine Lösung angeboten hat und eine Perspektive und dass die Männer, die daran teilgenommen haben, dass sie mit der Szene irgendwie, dass sie die gar nicht einordnen konnten, nichts damit anfangen konnten, was ja auch. Also Rape Revenge ist im Prinzip eine Möglichkeit. Das sind ja diese Filme, die genau sowas, also die dann erfolgreich eine Rache oder ein Wehren voraussetzen. Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass man beim Filme gucken oder beim Filme ausstrahlen, dass man also das nach Geschlechtern trennen soll, was ich ja eigentlich so ganz doof finde, aber so wie im Internat früher oder so. Naja, nochmal kurz zu dem Thema, das hast du gerade auch schon erwähnt, mit den Triggern. Wir haben jetzt schon gesagt, also es wird eurer Studie nach oder eurer Erfahrung nach zu wenig Triggerwarnung ausgesprochen. Man könnte auch irgendwie sich oder Hilfsangebote gemacht. Gibt es denn auch einen Trigger auf die andere Seite? Also glaubst du, dass bestimmte Darstellungen aus bestimmten Täterperspektiven von Gewalt gegen Frauen, sage ich mal in dem Fall, auch potenzielle Täter triggern können? Das weiß ich nicht. Also dazu, aber das soll nicht heißen, dass das nicht so ist. Es ist nur, dazu habe ich liegen mir keine Studienergebnisse vor und ich beziehe mich immer gerne auf Fakten und auf solide Daten, wenn ich mich äußere zu etwas. Von daher kann ich dazu leider nichts sagen. Aber vielleicht ist ja auch in der Runde, sind ja heute viele Forscher und Forscher. Ich frage das auch, was zu betrachten wäre. Wir hatten vorhin ganz viel auch bei Professor Grimm diese positiven Aspekte, die passieren können, also eine Art von Selbstermächtigung. Ich hatte das schon mal bei einem anderen Gespräch zu dem Thema mit dir auch gesagt, dieses
So ein Beispiel wie eine Szene aus Outlander, die bestimmt die meisten von euch oder von Ihnen kennen, eine Serie, wo eine Zeitreisenserie, in der ein Schotte aus dem 16. Jahrhundert oder sowas auf eine moderne Krankenschwester trifft und da passiert alles Mögliche. Und es gibt auf jeden Fall eine Massenvergewaltigungsszene in einer dieser Staffeln, die ich auch mal prüfen musste und die, finde ich, geradezu vorbildlich eine Selbstermächtigung zeigt. Also die im Prinzip ein Opfer zeigt, das traumatisiert wird durch ein monströses sexuelles Verbrechen, die es aber schafft, in dieser einen Folge nur ein Trauma zu überwinden, damit klarzukommen. Die ganze Szene ist also so gefilmt, dass man das zeigen kann. Ich bin keine Psychologin, deswegen, also ich würde das natürlich niemandem raten, aber ich könnte mir vorstellen, sowas kann einem sogar helfen. Also dass sogar eine Gewaltdarstellung unter bestimmten Voraussetzungen jemandem helfen kann, der vielleicht davon betroffen ist, oder? Ja, es kommt immer darauf an, auf das Wie, nicht auf das Was, sondern also nicht das Ob man es tut oder lässt, sondern halt wie es gemacht wird. Und in der Tat, wenn es halt andere Perspektiven zeigt, ne, zum Beispiel halt eine Selbstermächtigung, eine Lösung, auch zum Beispiel auch etwas, was man auch kaum sieht, ist, dass Frauen, die Gewalt erlebt haben, sich professionelle Hilfe holen und aus der Situation wieder rauskommen. Mhm. Viel häufiger ist, dass sie erleben das und dann sind sie irgendwie dadurch, was weiß ich, gebrochen und dann, was auch immer dann halt danach geschieht, aber dass Frauen halt wirklich danach auch wieder da rauskommen oder sich selbst, ja, also selbst ermächtigt und selbstständig wieder aus der Situation rauskommen. Das sind natürlich Narrative, die ganz wichtig sind und die in diesem Sample, das wir jetzt hatten von 2020, halt nicht vorkommen. Und gerade das, also das ist ja auch das Potenzial, gerade bei Fiktion, ne? Es können ja auch Sachen erzählt werden, es kann ja auch eine Vision der Welt erzählt werden, wie es sie noch gar nicht gibt, ne? Also da können ja auch theoretisch Sachen passieren, die in der Realität nicht so häufig vorkommen. Also ich denke jetzt zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade so ein, aber so, ne, dass Täter auch explizit Reue bekennen und dann andere irgendwie und sich dann dafür einsetzen, dass andere Männer sowas Frauen nicht mehr antun. Jetzt nur mal so als Beispiel. Ne? Also aber es gibt ja alle möglichen, man hat ja in der Fiktion wirklich alle Möglichkeiten, unterschiedliche Geschichten zu erzählen und warum nicht mehr von diesen Geschichten erzählen, die auch empowernd sind und und das hat, glaube ich, viel auch mit Gewohnheit zu tun. Ne? Also so, es gibt da halt ein bestimmtes Schema und das hat immer gut funktioniert und deshalb wird es halt so weitergemacht. Und da würde sicher auch, also wenn zum Beispiel auch in der Ausbildung in Filmhochschulen in Zukunft das Thema bewusster besprochen würde und wenn es vielleicht auch mehr Austausch gäbe mit Leuten, also Leute, die halt Expertise haben zum Thema Gewalt gegen Frauen, also Leute, die dazu forschen, Leute, die direkt mit Betroffenen arbeiten, die halt auch darüber sprechen können. Also mir scheint es so, dass häufig womöglich eher dass es eher so ein bisschen ein Unwissen ist und dass die Filmschaffenden sich halt noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und das vielleicht eher aus einem Unwissen herauskommt, als aus einer bewussten Entscheidung, bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise zu inszenieren. Bestimmt oder zu auch. Da ist bestimmt noch Luft nach oben, auch bei dem sich bewusst machen, was, also das Bewusstsein dafür oder Sensibilität dafür zu entwickeln. Und eure Studie, die ja wirklich großartig ist, aber dennoch hat sie auch deutsches Fernsehen jetzt betrachtet und wir alle als MitbewohnerInnen dieser großen Welt gucken natürlich noch mehr außer deutschem Fernsehen und haben deswegen ja glücklicherweise auch noch andere Dinge, die uns beeinflussen. Ich habe das Gefühl zu beobachten, dass es schon dann, also prinzipiell im Rahmen des Narrativs, des fiktionalen oder dokumentarischen Narrativs schon ein größeres Bewusstsein gibt und mir fallen mehr Filme in den letzten Jahren auf, die genau, also so wie du es gerade dir wünschst, auch agieren. Aber gut, ich danke erstmal bis hierhin. Vielen, vielen Dank für das Mitteilen und Erklären dieser Studie und dieses ganzen Themas und herzliche Grüße nach München, glaube ich. Ne? Dankeschön. Tschüss. So, und wir kommen jetzt zu Achim Lauber und freue mich sehr. Herzlich willkommen. Hallo. Erstmal. Ich wollte schon herzlichen Glückwunsch, dass Sie es geschafft haben. Herzlich willkommen. Leiter des Berliner Büros des JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und wir wollen jetzt nochmal richtig quasi in medias res gehen und die Jugendlichen, die wir schützen wollen, quasi selber fragen. Das haben Sie auch schon gemacht in diesem ganzen, mit dem Projekt, das Sie da betreut bekommen haben, also so ans Herz gelegt bekommen haben sozusagen. Ja? Genau, wir haben in den letzten paar Monaten im Auftrag der FSF Workshops mit Jugendlichen durchgeführt und haben uns
mit denen zusammen unter den gleichen Fragestellungen, die wir heute hier verhandeln, True-Crime-Formate angeguckt. Mhm. Oder eher mit Ihnen darüber gesprochen, als angeguckt. Wir haben Ihnen kurz ein paar Bilder gezeigt. Das ist auch ein forschungsethisches Problem. Wie, ach so, echt? Also wie guckt man jugendschutzrelevante Inhalte an mit Kindern und Jugendlichen, ohne sie irgendwie so drauf zu stupsen? Aber das geht schon. Also da gibt es Methoden, wie man das machen kann. Das war eine spannende Erfahrung, ja. Was sind das? Also wir gucken auch gleich Videos, aber jetzt bin ich gerade neugierig. Was sind das für Methoden, dass man dann Sachen aus... Ja, also wir haben mit Vorspannen gearbeitet und haben eigentlich jetzt weniger irgendwie über konkrete Szenen geredet oder über ganz konkrete Sendungen, sondern eigentlich eher über das Format, das Genre. Und haben festgestellt, dass sie das schon kennen. So. Mhm. Erstmal ging es ihnen auch so, dass ihnen True Crime Podcasts präsenter sind. Also True Crime im Fernsehen ist jetzt nichts, war jetzt nichts, was sie gesagt haben, oh ja, das ist irgendwie unsere Lieblingssendung, da reden wir den ganzen Tag drüber. Aber es ist allen bekannt, das ist so präsent im Programm, dass Jugendliche wissen, was das ist und sowas alle auch mal gesehen haben. So, dann gucken wir uns den ersten Videoblog an und für die Milliarden von ZuschauerInnen draußen, das Video zeigen wir jetzt nicht im Stream, aber wir zeigen, was die Jugendlichen sagen, also dranbleiben. Wir gucken mal den ersten Videoblog mit den Analysen der Jugendlichen. Also meist schon mal vielen Dank. Sind natürlich ganz toll, diese Jugendlichen und Kinder. Wie alt waren die? Die waren 14 und 15. Mhm. Also wir haben insgesamt 5 Workshops gemacht, immer jeweils mit 5 bis 7 Jugendlichen, in der Regel gemischte Gruppen. Eine waren nur Jungs, das ist halt passiert. So. Mhm. Insgesamt 30. Mhm.
Die haben natürlich jetzt schon auch ganz viele tolle Sachen gesagt, Kinder und uns JugendschützerInnen bestätigt, in dem, wo sie besonders sich angegriffen fühlen. Also immer da, wenn eine kindliche Identifikationsfigur da ist, war ganz deutlich, darauf achten wir ja auch die ganze Zeit oder versuchen darauf zu achten, diese Lebensweltnähe. Welche Fragen haben Sie denn überhaupt gestellt, also, um diese Antworten zu kriegen? Also wir hatten das so methodisch aufgebaut, dass sie, also es gab zuerst, wie man das halt so macht, in Workshops, Kennenlernrunden und so weiter. Und dann saßen sie zuerst gemeinsam am Tisch in der kleinen Gruppe und haben spielerisch irgendwie mit dem Genre gespielt. Also es gab so eine Methode, die hieß Kochrezept True Crime, was gehört da alles dazu? Und wir versuchen eigentlich ja das Gleiche mit den Jugendlichen aufzuarbeiten, was wir auch als Wissenschaftler in einer Medienanalyse machen würden. Also was für Figuren kommen da vor, was für Konflikte kommen vor, was bestimmt die Machart. Und das halt irgendwie in einer jugendgerechten Sprache mit entsprechenden Methoden umgesetzt, diente eben zum Sammeln irgendwie und sich diesen Gegenstand, True Crime Format, erstmal gemeinsam zu erarbeiten. Das war so eine Strecke, die wir mit ihnen zusammen gemacht haben und dann eben unterschiedliche, also wir haben Plakate gemacht und so weiter und sortiert und gesammelt. Und die Videos sind so zustande gekommen, dass wir uns dann ein oder zwei Jugendliche pro Gruppe rausgegriffen haben und dann, nachdem dieser Reflexionsprozess stattgefunden hat, mit denen Einzelinterviews geführt. Also wir haben nicht mit allen 30 Jugendlichen Interviews, sondern immer bloß mit einem oder zwei, weil wir die halt dann rauslösen mussten aus der Gruppe. Hat ja auch was mit den Datenschutzeinwilligungserklärungen zu tun, die dann halt, also für die Aktion hier eine andere ist als nur für unsere Projektteilnahme. Und so kam das alles zustande. Und die Ergebnisse, die wir jetzt haben, sind eben zum Teil aus diesen Interviews, zum Teil aber auch aus diesen gestaltenden Methoden, die wir davor gemacht haben. Wie repräsentativ ist denn diese Gruppe von 30 Jugendliche sind nicht repräsentativ. Ich meine jetzt nur so, kommen die aus verschiedenen, keine Ahnung, auch sozialen Hintergründen oder so, wie kriegt man das so hin, dass es repräsentativ ist? Also es war jetzt nicht das Ziel, das abzubilden, aber wenn ich mir die Jugendlichen und die Gruppen und das, was wir über sie wissen, wo sie herkommen, wenn ich mir das angucke, dann ist es jetzt irgendwie auch kein, da ist auch kein besonderer Bias drin oder sowas. Mhm. Sondern es ist durchaus gemischt. Allerdings außer den Mädchen-Jungs-Unterschied würde ich jetzt auf Basis dieser Workshops jetzt nicht irgendwie von Unterschieden hier reden können, die wir damit belegt hätten. Aber diesen geschlechtsspezifischen Unterschied, den gibt es ja schon. Das hat ja auch eine von den Befragten gerade schon formuliert. Das haben wir gesehen. Mhm. Bloß man muss so eine Werkstattforschung anders einordnen als jetzt irgendwie eine Wirkungsstudie oder eine große Rezipientenstudie. Bei uns ging es jetzt vorwiegend eigentlich darum zu gucken, die sagen uns nicht, was können wir gar nicht ertragen, was können wir gar nicht gucken, sondern die sagen uns, wo sind wir gerade in unserer Medienkompetenzentwicklung dran. Mhm. Davon, also das ist das, was die bewegt, davon, das erzählen wir jetzt gerade. Der Schluss daraus wäre jetzt dann halt für uns zu reflektieren, können wir das stützen, was sie da machen in ihrer Medienkompetenzentwicklung, oder kommen wir da an Grenzen, wo wir sagen, okay, hier muss man doch eher mit Schutz entgegnen als kompetenzstützenden Methoden. Die haben jetzt viel über, also das fand ich auch sehr interessant, diese Täteranalysen schon gebracht, also in dem kurzen Ausschnitt, in dem sie gesagt haben, ja, das sind ja, wird ja auch so dargestellt, die Täter sind halt, haben halt irgendwelche Gründe oder Traumata oder sowas. Wie sind die denn ansonsten mit den, bei True Crime gibt es ja nicht so oft die Ermittler, aber eigentlich schon, da gibt es auch immer Ermittler, denen folgt man vielleicht nicht so wie bei der Fiktion, aber trotzdem gibt es ja auch Figuren, denen man folgt. Wie nehmen die denn diese Figuren wahr, die jetzt nicht die Täter sind, also die Opfer und die ErmittlerInnen zum Beispiel? Also wir haben beides gehört. Also einfach, wir haben insgesamt ganz viel von dem gehört, was wir heute hier auch schon gehört hatten. Also ganz viel von der professionellen oder wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Fernsehen insgesamt oder auch mit dem Phänomen Gewalt im Fernsehen ist mittlerweile auch im Diskurs der Jugendlichen angekommen. Vielleicht auch irgendwie ein Ertrag ihrer Arbeit hier, das irgendwie über Jahrzehnte zu machen, dass ja eben sowas wie so ein Begriff wie Täter- und Opferperspektive auch beim Publikum jetzt irgendwie da ist und auch beim jungen Publikum. Und was wir schon sehen konnten, ist, dass sie sich differenziert als Kinder oder Jugendliche, als Mädchen oder Jungen wahrnehmen. Vor allem die Mädchen nehmen sich als Mädchen wahr und sehen das auch, wovon wir gerade hier auch geredet haben.
Und das waren auch so eine Stellen, wo wir dann gemerkt haben, für die Vertiefung des Themas wäre es durchaus vielleicht auch mal sinnvoll, mit getrennten Gruppen zu arbeiten. Mhm. Also mit Mädchengruppen, queeren Gruppen, Jungsgruppen. Mhm. Gerade wenn es irgendwie um Gewalt und Täter-Opfer-Wahrnehmung geht. Mhm. Auch, dass sie sich teilweise dann auch schon, dass sie gelernt haben, sich zu schützen. Ne? Also wie der eine Junge sagt, der sagt, ich mache dann ganz schnell aus. Das ist ja auch was irgendwie eigentlich, was man hoffen würde, dass es auch funktioniert. Ja. Also dass die Schutzmöglichkeit, man muss jetzt nicht durchhalten, um anzugeben oder so. Wir haben mal noch einen Videoblog mit auch sehr interessanten Aussagen, die gehen dann mehr in Richtung Formate und was wir hier machen, Jugendmedienschutz. Bitte mal den zweiten Videoblog. Vielen Dank. Fällt gerade, dass mein Sohn neulich in Bullet Train gehen wollte, der ist 15 und der Film ist ab 16, er wird in 2 Monaten 16 und dann ist er da nicht reingekommen, musste mit seinem Kumpel stattdessen in Minions gehen. Das finde ich ganz gut. Wollte da nicht, kam er rein. Wollte nicht wissen, was er in den nächsten zwei Monaten noch reift, genau. Was er noch reifen muss. Nee, aber ich habe gesagt, das fiel mir gerade dazu ein. Das ist natürlich sehr schön, weil das ja unsere Wirkungsvermutung auch auf eine Art bestätigt, die wir da haben. Also, dass Jugendliche oder in dem Alter Kinder der True Crime intensiver oder interessierter noch wahrnehmen. Ne? Also, dass sie wirklich sagen, sobald es True Crime ist, sind wir angefasster, oder? Das war auch ihr Erkenntnis, ja. Es gibt offensichtlich eine ganze Menge Bezüge zwischen jugendlichen Identitätsthemen und dem, was in True Crime verhandelt wird. Das hört man aus den Aussagen raus. Mhm. Ja. Und können Sie da irgendwas dazu sagen, ob es wirklich, also jetzt als letzte Frage mal dazu, welchen Effekt hat das ansonsten noch? Also die ängstigen sich, das haben wir ja schon lang und breit so besprochen, also gibt es also wirklich sowas wie eine Ängstigung, das sagen die ja auch, aber irgendwie werden da auch falsche Bilder
gesetzt oder produziert oder setzen sich falsche reproduzierte Genderrollen oder irgendwas fest, wenn man das immer wieder so zeigt, immer wieder die Täter und die Opfer und die viele Gewalt, kann man das so sagen? Wir können es raushören ein bisschen. Also ich denke, so einer Werkstattforschung wird man jetzt nicht die Jugendlichen finden, die stark belastet sind von sowas. Das wäre auch schwierig in der Situation. Aber aus den Erzählungen aller Jugendlichen, was sie da halt wahrnehmen, lassen sich ja Rückschlüsse ziehen. Also wenn das Mädchen gerade gesagt hat, ich bin ja ein Kind und ich bin eine Frau, dann steckt da eine ganze Menge Perspektive drin, die wir jetzt weiterverfolgen können dann. Ne? Aber ja. Gut, ich habe mit Schrecken gesehen, das ist plötzlich schwuppsdiwupps eigentlich schon total spät ist. Ach so, wir haben wie beim Fußball, mal gucken, was der Schiedsrichter, was er anzeigt. Der Schiedsrichter hat 10 Minuten mehr, plus 10 steht jetzt hier unten rechts. Das freut mich natürlich sehr. Sie noch vielleicht irgendwie mit dem Thema Best Practice auch nochmal, das mache ich gleich nochmal auch in der Schlussrunde, nochmal belästigen. Also wie gehen wir jetzt damit um? Was heißt das für unsere... Also ich weiß, wir sind ja beide keine Menschen, die solche Geschichten herstellen, aber bei dem einen Jungen, der gesagt hat, ich bin, wenn da steht ab 18, dann gucke ich das auch wirklich nicht, war ich ja schon mal ganz beruhigt, weil sowas ist ja auch Best Practice. Also wenn wir diese Jugendschutzvorgaben machen, dann halten die sich anscheinend dran. Würden die auch auf Triggerwarnungen reagieren oder würden sie dann erst recht gucken? Ehrlich gesagt war mir die Aktualität irgendwie dieses Themas Triggerwarnung gar nicht so klar, bis ich heute hierher kam. Fand dann aber interessant, dass dieses Thema, das triggert mich, oder dieser Satz, das triggert mich, das kam bei den Jugendlichen halt auch häufiger vor. Ich weiß nicht so richtig, ob ich mir das vorstellen kann und wenn ja, an welcher Stelle das dann platziert wäre. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass mittendrin irgendwie in einer Sendung sowas aufblendet, zugleich passiert oder so. Andererseits wissen wir, dass die Einblendung vor der Sendung der Altersfreigabe, dass die sehr positiv aufgenommen wurde, und zwar von Kindern, Jugendlichen und von Eltern. Insofern kann ich mir das schon vorstellen. Was ich aber auch noch wichtiger fände, ist irgendwie, ob in den Sendungen, also Triggerwarnungen sind ja eher vorher, gibt es denn auch Entlastungsmomente? Das wäre irgendwie noch interessant. Also ob es möglich ist, in dem Genre True Crime überhaupt Entlastungsmomente anzulegen. Mhm. Es hat ja immer auch so eine journalistische Perspektive. Ja, das fände ich noch interessant. Das betrachten wir tatsächlich als GutachterInnen ja auch ganz stark. Also gibt es entlastende Momente? Wie lang sind die? Ist das die ganze Zeit ein einziger Stressfaktor oder gibt es halt zwischendurch irgendwie ein bisschen Ruhe? Und ansonsten hat mich also gerade die Aussage von dem Jungen zuletzt, der über die Altersfreigaben geredet hat, das ist eine Perspektive, die ich auch aus anderen Jugendmedienschutzstudien auch stark kenne. Kinder und Jugendliche gehen davon aus, dass wir in der Erwachsenenwelt schon diese Verantwortung übernehmen, Jugendmedienschutz zu betreiben. Auch wenn sie irgendwie sagen, ich bin 14,5, in 16er würde ich gehen. Aber viel wichtiger ist ja bei ihm noch die Aussage dann, aber bei einem 18er, wenn das schon draufsteht, würde ich es mir zweimal überlegen. Ist nicht für mich, genau. Und diese Orientierungsfunktion, die solche Jugendschutzmaßnahmen auch für die Jugendlichen selbst haben, sollten wir nicht unterschätzen. Es wurde in den letzten paar Jahren oftmals irgendwie über Jugendschutzmaßnahmen geredet, die dann entweder zu 100% funktionieren oder nicht funktionieren, gerade in Bezug auf Online-Medien. Und ein bisschen gerät in Vergessenheit eben, dass es auch um den Diskurs geht, um Medieninhalte, den wir haben, und dass es auch um eine Orientierungsfunktion geht, die sich an Eltern und an Jugendliche richtet. Genau. Genau, richtig. Und ich danke Ihnen bis hierhin. Herzlichen Dank, Herr Lauber, für diese Ausführungen. Und ich würde dann jetzt tatsächlich das Fazit so langsam einrollen lassen. Ne? Also das würde ich, ne? Es ist ja sonst nichts mehr los. Also freue ich mich jetzt, dass Claudia Mickert und Martin Drexler nochmal mit mir auf die Bühne kommen. Dankeschön. Naja, war ja klar. Ja. Ich möchte darauf noch hinweisen hier, das liegt da vorne auch aus, das ist eine Ausgabe vom Mediendiskurs, wo es nochmal in einem Text über
True Crime und Notizen zur Rezeption von True Crime geht, von Jan Harms. Das kann man sich da vorne auch nochmal durchlesen. Ja, und was haben wir jetzt gelernt? Alles? Ich habe eine Menge gelernt, aber ich glaube, niemand wird erwarten, dass ich hier jetzt eine 1A-Abbindung hinlege. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie komplex das Ganze ist. Nee, vor allem freue ich mich erstmal, dass wir das so multiperspektivisch angegangen sind. Mein Eindruck ist, das ist ein gutes Vorgehen gewesen. Wir werden versuchen, diese Fäden aufzunehmen und zu einem guten Ende zu bringen. Und da sehe ich im Grunde den Anwendungsbereich der Prüfung natürlich ganz klar. Kontext ist alles, haben wir gehört. Das stimmt, das wissen die Prüferinnen und Prüfer natürlich auch. Aber wir wissen auch, dass wir unser Kriteriengerüst nach dem, was wir heute alles gehört haben, da noch verfeinern können und verschärfen können. Es gibt ein paar Fragen, die noch zu beantworten sind. Wie ist es mit der Opferzentrierung? Ist damit jetzt gemeint die Kameraperspektive, die Tatsache, dass ein Opfer zu Wort kommt, oder die Erzählperspektive, das Gefühlsmanagement und so? Da müssen wir noch mal nachfragen. Und ich freue mich darauf, zusammen mit Jürgen Grimm und gerne auch mit den Expertinnen, die wir da hinzugewonnen haben, dieses Gerüst aufzusetzen. Ich habe die Praxis so wahrgenommen, dass da auch sehr viel Bereitschaft ist und sehr viel Interesse, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Da kam ja auch schon der Hinweis Sensibilisierung der Branche im Grunde für bestimmte Problematiken. Und ich sehe natürlich einen ganz tollen Ansatz in diesem JFF-Medienwerkstatt-Projekt. Ich finde, was Achim Lauber am Ende gesagt hat, wir müssen uns bewusst sein, wir geben Orientierung. Und dafür ist es schon auch wichtig, dass wir da korrekt sind. Das eine Mädchen hat ja auch gesagt, manchmal stimmt das nicht. Das ist schon auch nicht unwichtig, nicht nur was für ein Etikett wir altersmäßig da drauf kleben, sondern wie unsere Einschätzung da ist, wie wir in die Diskussion gehen über Inhalte mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und da kann man, glaube ich, noch mehr nacharbeiten. Ich würde auch noch mal Ingrid Stapf erwähnen wollen, Medienethikerin, die auch in diesem Zusammenhang mit diesem Projekt, das du vorhin erwähnt hast, ethische Reflexionskriterien erstellt hat und zum Beispiel gesagt hat, das haben wir auch schon ein bisschen gehört, True-Crime-Formate können das Potenzial haben, Kinder zu informieren und aufzuklären, was zu ihrer eigenen Sicherheit und ihrem Schutz und Entscheidungsfindung und so weiter beitragen kann. Also und auch verstörende Erfahrungen können sowas natürlich stärken, das wissen wir auch. Also wenn man sowas durchlebt hat, dann kann ja auch sein, dass man weiß, oh, so, da weiß ich jetzt, wie ich reagiere und wie ich reagieren sollte. Das fand ich auch schon mal ganz interessant. Erstmal so weit vielleicht. Ja, ich habe eine ganze Menge gelernt und habe fleißig mitgeschrieben und will vielleicht versuchen, so ein bisschen aus meiner Perspektive einige Beobachtungen auch mit Ihnen zu teilen. Nehmen damit in Kauf, dass manches davon vielleicht ein bisschen anekdotisch ist. Wir haben also eingangs von der Medienpsychologin Dr. Johanna Börsting gehört, dass die Faszination Verbrechen im Prinzip ein alter Hut ist. Also das gibt es eigentlich schon immer, weil ja Angst und Neugier sowas Naturgegebenes ist und wir das irgendwie schon immer haben. Modern oder die moderne Komponente daran ist dann eben das ästhetische Rundumpaket, was uns dann präsentiert wird. Und damit eng verbunden aber das Paradox, wieso erleben wir positive Gefühlszustände bei so schrecklichen Sachen wie bei schweren Straftaten? Wir haben von ihr gehört, dass Podcasts, Crime-Podcasts zu 70% von Frauen gehört werden. Gott sei Dank aber die Zuhörerinnen dann in der Regel nicht zu Täterinnen werden, was ein bisschen beruhigend ist. Das kam später auch nochmal und wir haben das ja in der Medienwirkungsforschung und auch in der Jugendschutzdiskussion öfter mal, welche Medieninhalte zum Beispiel bei jungen Menschen dazu führen, dass sie Straftaten begehen oder sozial auffällig werden. Außerdem hat sie die steile These vertreten, dass True Crime mehr Spaß machen würde als Mathe. Da weiß ich nicht, ob das zu verallgemeinern ist. Wer kürzlich mal wieder sich mit der Nullstellenermittlung beschäftigt hat, der wird es vielleicht ganz anders sehen. Die Produzentin Kerstin Ramke hat uns gesagt, ja, das Böse ist halt das Böse und muss deshalb auch gezeigt werden. Deshalb muss Gewalt eben auch gezeigt werden. Das kann aber dazu führen, dass es Zivilcourage fördert. Und es ist auch wichtig, bei den Beteiligten Empathie zu zeigen. Für alle, die das nicht sehen wollen oder nicht verkraften können, für die gibt es das Herzkino im ZDF. Interessant fand ich, sie hat das den Punkt gleich gebracht und der kam im Laufe des Nachmittags ja häufiger, dass Triggerwarnungen noch unüblich sind. Wichtig fand ich aus juristischer Perspektive sehr interessant, dass eben auch bei fiktionalen Stoffen die Klärung von Persönlichkeitsrechten eine wichtige Rolle spielt.
Der Kommunikationswissenschaftler Professor Jürgen Grimm hat uns dann was zum Thema Krimikompetenz erzählt, wo es ja hauptsächlich darum geht, die dramaturgischen Module als Rezipient zu entschlüsseln, und hat uns vertraut gemacht mit der Standarddramaturgie von Krimis, von dem Schema der durchbrochenen Ordnung, die im Laufe der Geschichte dann aufgelöst und wiederhergestellt wird vor allen Dingen. Nur die spannende Frage ist, was passiert, wenn die Ordnung nicht wiederhergestellt wird? Neigen wir denn zur Selbstjustiz oder begeben wir uns auf den Angstpfad? Er hat den Scary World Effekt dargestellt, fand ich sehr interessant. Schließlich nehme ich mit, dass ein ganz unterschätztes Modell bei der Opferrezeption die weltüberlegene Gelassenheit ist. Weltüberlegene Gelassenheit finde ich eine sehr gute Sache, werde ich morgen direkt damit anfangen. Und abschließend hat er nochmal darauf hingewiesen, was auch ja die Arbeit der FSF prägt. Es kommt nicht auf den Blutzoll an, sondern auf den Kontext. Die Sozialwissenschaftlerin Karin Heisecke von der Malisa-Stiftung. Die Malisa-Stiftung übrigens, um das hier nochmal ergänzend zu sagen, engagiert sich für eine freie und gleichberechtigte Gesellschaft und setzt sich ein für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die hat beklagt, dass wir häufig eine sehr stereotypische Darstellung, eine sehr verzerrte Darstellung von sexualisierter Gewalt in diesen Stoffen sehen. Und auch sie sagt, ja, wir haben oft keine Vorabwarnungen, keine Triggerwarnung, obwohl manchmal sehr schwere Gewalt dargestellt wird und die Gefahr von Retraumatisierung tatsächlich eine ganz reale ist. Und sie hat davon berichtet, dass das in Großbritannien beispielsweise mittlerweile schon anders ist. Sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang fand ich, dass sie auch hingewiesen hat darauf, dass häufiger, jedenfalls als früher, auf Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten hingewiesen wird. Übrigens eine sehr wichtige Erkenntnis auch aus unserem neuen Jugendmedienschutzindex, dass Hilfs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche viel zu wenig bekannt und viel zu wenig präsent sind. Das ist eine Sache, die wir auch an der Stelle nochmal bestätigt sehen. Prävention, sagt sie, spielt eine sehr große Rolle. Wir brauchen mehr empowernde Geschichten und das sollte sicherlich dann auch schon in der Ausbildung an den Filmhochschulen mehr berücksichtigt werden. Schließlich hat uns der Medienpädagoge und Kommunikationswissenschaftler Achim Lauber von seiner Arbeit mit jungen Menschen erzählt. Und interessant war eben, dass die Kids von sich aus auch haben durchblicken lassen, wo sie gerade stehen in ihrer Medienkompetenzentwicklung und die schwierige Abwägung zwischen Schutz und Kompetenzförderung oder dem Fokus auf was reicht eigentlich, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist und dass die Kids den auch selber sehen, fand ich sehr interessant. Und hier genau an der Stelle wieder die sehr interessante Perspektive, könnte mir das selbst passieren? Ja, sagen die Kids, sagen die Jugendlichen, das ist besonders schwierig für mich zu verstehen oder zu verarbeiten, wenn ich selber in der Rolle sein könnte oder wenn das in meiner Lebenswelt hätte passiert sein können. Podcasts sind sehr viel präsenter als Fernsehsendungen im Leben von jungen Menschen, das haben wir auch vermutet. Und die spannende Frage, wann würden wir denn Triggerwarnungen zeigen? Ganz zum Anfang, unmittelbar vor der Stelle, bringen sie überhaupt irgendwas? Finde ich eine Sache, die sehr viel vertieftere Gedanken noch verdienen. Wir haben vom Kochrezept True Crime gehört. Es gibt wahrscheinlich gleich ein kleines Buffet, hoffentlich ganz gewaltfrei. Und schließen möchte ich mit der Aussage von dem jungen Mann, der gesagt hat, Altersfreigaben sind ja nicht umsonst da. Vielen Dank. Gut, dann haben Sie das nochmal. Es reicht im Prinzip, sich die letzten 3 Minuten nochmal anzuhören. Falls du das ganze Ding verpasst hast, dann haben Sie es mal schön zusammengefasst für uns. Vielen Dank. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so richtig viel Zeit für Fragen, brennende Fragen aus dem Publikum, aber ich will trotzdem niemanden jetzt abweisen, dem vielleicht irgendwas unter den Nägeln brennt. Aber ich glaube, vielleicht tut es auch gar nicht, weil das war ja wirklich wahnsinnig umfassend, was wir hier gemacht haben. Nee? So? Nee, dann kann ich auch nur sagen, ja, also ich habe auch sehr, sehr viel gelernt, bedanke mich sehr dafür. Wie wir jetzt weiter vorgehen, wird sich dann noch zeigen und ihr seid in der Studie auch noch dran. Ja, herzlichen Dank fürs Mitmachen, auch an die Stream-ZuschauerInnen und an euch natürlich alle und vielen Dank an alle Gäste. Dankeschön.